Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Ich würde mal behaupten, das hier wird eine absolut legendäre Folge und was wir uns heute angucken, das erfahren wir nach dem Intro. Ja, meine Freunde, ich hoffe, ihr habt euch Popcorn und was Kaltes zu trinken geholt, denn das hier wird etwas dauern. Ich dachte mir, nachdem man mir die Freude an einer 20.000 Euro Sammlung genommen hat, gebe ich etwas Freude weiter, indem ich euch Karten im Wert von über 20.000 Euro zeige. Und das werden wir hier im Zuge zweier Binder tun. Das ist der erste, der zweite liegt hier neben mir. Beide kriege ich natürlich nicht auf einmal aufs Bild. Und ja, es wird absolut großartig. Bevor wir anfangen, ein paar technische Daten. Zunächst einmal, also beide Binder zusammen gehen in etwa relativ genau ein bisschen mehr, 25.000 Euro. Das teilt sich wie folgt auf. Dieser Binder hier hat in etwa 16.000 Euro Wert, der andere in etwa 9.000 Euro. Und ja, ein paar hundert halt noch mit dazu. Auf gut Deutsch. Ich bin tatsächlich gestern die komplette Nacht wach gewesen. Auch jetzt ist quasi früher Morgen, 6:30 müsste jetzt ungefähr sein. Und habe das ganz akribisch via Market Karte für Karte durchgerechnet. Ja, das war eine Menge Arbeit, aber ich denke, es hat sich gelohnt. Was noch zu wissen ist, oder was noch interessant zu wissen wäre, welche Karten erwarten uns hier? Das hier ist nur mein Restebinder. Insgesamt erwarten uns ungefähr 150 Ghost Rare Karten, ein bisschen mehr glaube ich, und über 1000 Ultimate Rares. Ja, es sind tatsächlich nur diese beiden Raritäten hier vertreten. Und um zu verstehen, was sich jetzt in diesem Binder hier gleich abspielen wird, ich weiß, Julian labert wieder zu viel, aber es muss halt einfach sein, um zu verstehen, was hier sich in diesem Binder befindet, muss ich euch ganz kurz ein kleines Sortiersystem erklären. Normalerweise sortiere ich ja in Bindern vor. Und es gibt normalerweise zwei Arten von Bindern. Der eine ist der First Binder und der andere ist der Binder, wo lauter Karten drin sind, die nicht First sind. Alle anderen Karten, die ich über habe, von den Karten, die sich in den jeweiligen Bindern befinden, lagere ich normalerweise in Tinboxen. Und diesen Ordner, den wir jetzt hier sehen, der besteht jetzt aus diesen Karten aus den Tinboxen. Den habe ich jetzt speziell für dieses Video zusammengestellt. Das gilt für beide Ordner, das gilt für den hier, das gilt auch für den anderen. Und dementsprechend finden wir hier unlimitierte, hauptsächlich unlimitierte tatsächlich und auch sehr viele First-Karten. Und ja, deswegen auch ein bisschen das Durcheinander. Das hier ist in etwa ein Zehntel dessen, was ich besitze an Ultimate Rares. Von den Ghost Rares ist es, glaube ich, noch ein bisschen mehr vom prozentualen Anteil. Also es sind bloß 150 Ghosts, ich habe noch viel, viel mehr. Da würde ich sagen, fast vielleicht ein Zwanzigstel oder so. Und ja, ich hoffe, ihr werdet eure Freude daran haben. Ich werde sie auf jeden Fall haben. Und ja, wie bereits gesagt, an alle, die so gerne First sammeln, geht da nicht zu hart mit mir ins Gericht. Wie gesagt, das ist nur der Restebinder. Das ist nicht der ultra krasse Shit. Den hebe ich mir vielleicht für ein Abo-Special auf, wenn mal die 5K erreicht haben oder so. Und ja. Bevor wir jetzt allerdings starten, muss ich leider Gottes noch die ein oder andere Werbetrommel rühren. Zum einen, mein Instagram-Profil ist aktuell etwas inaktiver, da sich der Inhalt aktuell eher mit Videoclips statt Bildern beschäftigt und ein einminütiger Videoclip in etwa eine Stunde Zeit in Anspruch nimmt, die ich aktuell nicht habe. Dennoch empfehle ich euch mal in die Videobeschreibung zu gucken. Dort findet ihr den Link zu meinem Instagram-Profil. Dort könnt ihr mir gerne eine Nachricht schreiben. Dort können wir ein bisschen quatschen. Dort könnt ihr, ich glaube, ungefähr 6 Videoclips sehen von schönen Karten, die ich gemacht habe, ungefähr mit einer Lauflänge von einer Minute. Darüber hinaus haben wir eine WhatsApp-Gruppe, einmal die TCG Brothers vom gleichnamigen Yu-Gi-Oh!-Kanal, relativ groß, die Gruppe, einer der größten Gruppen, die ich kenne im Yu-Gi-Oh!-Bereich, zumindest im deutschsprachigen, was WhatsApp-Gruppen angeht. Alles, was ihr dafür braucht, ist mir eben über den eben beschriebenen Instagram-Account zu schreiben, einen Screenshot zu senden, der also auf irgendeine Art und Weise belegt, dass ihr safe seid, seien es IDA-Bewertungen, seien es Market-Bewertungen oder etwas Ähnliches. Darüber hinaus gibt es jetzt auch eine House of Cards WhatsApp-Gruppe, die ist jetzt relativ frisch. Wer darauf Lust hat, darf mir ebenfalls via Instagram schreiben. Da braucht ihr allerdings
keinen Screenshot. Da kommt ihr auch so rein. Wichtig ist nur, dass ihr auch tatsächlich Abonnenten seid. Das kann ich allerdings nicht wirklich überprüfen. Ich hoffe, ihr seid da ehrlich. Last but not least möchte ich mich nochmal kurz zum Thema Sammelkarten-Chris äußern. Der hat nämlich dank dem letzten Gastvideo die 100 Abonnenten geknackt und macht oder lädt am Mittwoch, also morgen, ein kleines Gewinnspiel hoch. Und da wäre es doch ganz sinnvoll, mal vorbeizugucken, denn ich habe gehört, dass da was ganz schön Gutes geplant sei. Ich werde es mir auf jeden Fall geben. Der Link zu seinem Kanal ist nochmal in der Videobeschreibung. Wäre cool, wenn ihr vorbeischaut, vielleicht nochmal ein Abo dalasst und am Gewinnspiel teilnimmt. Ja, es ist großartig. Gratiskarten, was will man mehr? Wir beginnen. Ja, ich habe mir mal überlegt, ich weiß, das spiegelt manchmal ein bisschen. Ich habe jetzt hier mal was unter den Ordner gelegt. Vielleicht hilft es ja, um das Spiegeln so ein bisschen zu verhindern. Ich habe mir nämlich, also es hat genau ein oder zwei Abonnenten haben beim letzten Sammlungsopening kritisiert, dass die Beleuchtung schlecht war, man wenig gesehen hat und das so ein bisschen spiegelt. Und ich weiß, das ist so, weil ich das mit diesem Stativ nicht von der Vogelperspektive aufnehmen kann. Ich werde mir aber ein sogenanntes Galgenstativ besorgen. Da funktioniert das. Aber bis dahin müssen wir improvisieren, also machen wir das so. Warum sind hier überhaupt Ghost Rares drin? Vielleicht noch die kleine Info. Ich hatte sie gerade zur Hand. Ja. Das waren die, die lagen bei mir in der Vitrine drin, einfach auf dem Stapel. Und ich dachte mir, hey, warum eigentlich nicht? Dann muss ich halt nicht den ganzen anderen Scheiß raussuchen. Zumal der restliche Scheiß, also alles, was hier drin zu sehen ist, ist das, was rumliegt. Alle anderen Ghost Rares sind entweder schon in Magnethaltern oder werden morgen in Magnethalter kommen. Oder sind eben in diesen gewissen Ordnern vorsortiert. Übrigens, was wir vielleicht auch noch machen werden, das kommt ganz darauf an, wie es läuft und wie schnell wir hier durchkommen. Wir werden vielleicht, oder ich werde euch vielleicht noch zeigen, was morgen in die Magnethalter kommt. Ich habe mir nochmal 100 Stück bestellt und dann zeige ich euch mal, wie ich das immer aufteile. Das ist so meine persönliche Aufteilung, damit es halt für mich ein bisschen schicker ist. Also wir starten mit 9x Raigeki in Ghost bzw. Holographic Rare. Manche mögen sich vielleicht fragen, was der Unterschied zwischen Ghost und Holographic ist. Der Unterschied ist eigentlich relativ simpel. Der Effekt ist der gleiche, nur dass bei den Ghost Rares, wenn man die gegen das Licht hält, dann schillern die noch so regenbogenfarben. Das kennt ihr ja von unseren. Bei denen ist das nicht so. Da fehlt dieser regenbogenfarbene Schiller. Ne? Dementsprechend ist eigentlich Ghost Rare fast schon die schönere Rarität. Aber das merkt man kaum. Wenn man nicht wirklich darauf achtet und man nicht, das nicht weiß, dann fällt es eigentlich kaum auf. Auf jeden Fall hier 9x an der Zahl. Mega cool ist eigentlich hier aus dem Duelist Pack 22 im Übrigen nicht mal so teuer, also so 25 Euro das Stück muss man ungefähr mit einrechnen. So, dann schauen wir mal. Ja, weiter geht's mit dem Vorgänger aus dem Duelist Pack 21, erkennt man jetzt hier vielleicht ein bisschen schlecht. Das ist der Harpien Flederwisch, so sieht man es vielleicht ein bisschen. Der ist schon ein bisschen teurer, der kann je nachdem bei welchem Händler man ihn erwischt zwischen 35 und 50 Euro das Stück kosten. Ist auch eine sehr, sehr schöne Karte, wir holen hier einfach mal einen raus. Ja, wir haben ja Zeit, das ist wirklich ein Video, wo ihr euch Zeit mitbringen solltet. Ich möchte das nicht in 20 Minuten durchprügeln. Dafür ist der Ordner einfach zu krass. Das sollte man ja auch genießen können. Also das Video ist nichts für alle, die kurze Unterhaltung suchen. Das wird wirklich ein Kinofilm hier. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ein absoluter Klassiker, mal in Ghost Rare gedruckt. Im aktuellen Set, also im aktuellen Duelist Pack, wer es noch nicht weiß, ist die Ghost Rare das dunkle Magiermädchen. Und zwar in dem Artwork, wie es wir auch im Duelist Pack Yugi damals bekommen haben. Mega fett habe ich eine da? Eine, glaube ich. Ja, eine. Mehr nicht. Schade eigentlich. Nee. Aber ich habe ohnehin keinen OCG-Händler momentan, traurigerweise. Gut, dann auf der rechten Seite haben wir hier feierliche Urteile in Ghost Rare. 9x, ich hatte mal mehr, ich hatte mal 15 oder so, ich habe sie leider verkauft, als ich noch der Regelung gefolgt bin, dass ich nur 9 Stück brauche und alles andere abverkaufe. Hätte ich nicht machen sollen, dann hätte ich jetzt ungefähr 15. Und ja, ich habe das tatsächlich abgeändert. Ich sammle jetzt mittlerweile einfach so viele, wie ich will. Ja, weil ich kriege den Kragen sowieso nie voll. Wir kennen mich ja mittlerweile. Und ja, dementsprechend gebe ich mich jetzt meiner Utopie hin. Kein Kommentar dazu. Auf jeden Fall hier in Gold Ghost Rare. Die Karten sind übrigens alle gestiegen aus diesem Set. Früher waren die GLD5 Ghosts wirklich spottenbillig. Solomon's Judgment, die glaube ich 20 Euro gerade aktuell, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wenn ich hier einen Preis falsch sage, dann liegt das übrigens nicht daran, dass ich ihn falsch recherchiert habe, sondern daran, dass ich ihn einfach nicht mehr im Kopf habe. Das ist jetzt 24 Stunden her, da ist meine Festplatte eigentlich schon wieder formatiert. Also ich glaube, 20 Euro pro Stück war da aber der Preis von denen. Ihr könnt mich natürlich gerne korrigieren. Ähnlich sieht es auch mit denen hier aus. Das sind wieder Gold Ghosts. Das sind jetzt die Gords, die waren damals bei 4 Euro das Stück, dürften jetzt auch auf jeden Fall in den zweistelligen Bereich gehen. Wie viel genau das jetzt nochmal war, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ziemlich erstaunt war. Vielleicht waren es auch 20 Euro, keine Ahnung.
Auf jeden Fall sehr, sehr coole Karte, auch eine absolut ikonische Karte. Die da oben, die Ghost Blue Eyes, die sind schweineteuer geworden. Also die haben damals, haben die 30 € oder so gekostet oder 18 oder sowas in der Richtung. Jetzt kosten die auf jeden Fall im hohen zweistelligen Bereich. Das ist die teuerste Karte aus dem Set. Und klar ist natürlich der Blue Eyes, das ist ein Fan-Favorite. Was will man denn machen? Ja, dann haben wir Naturia Barkion hier unten noch sechsmal in Ghost Rare, in Gold Ghost Rare wohlgemerkt, ebenfalls aus GLG. Und auf der nächsten Seite lachen uns hier nochmal die MSTs an. Das sind tatsächlich auch die letzten, die ich hatte. Die anderen befinden sich alle in den vorsortierten Bindern. Von denen habe ich tatsächlich noch gar keinen Magnethaltern drin. Das will ich jetzt auch mal in Zukunft ändern. Dann haben wir hier den Dark Magician. Siebenmal an der Stelle in Unterschied, also in einer anderen Holographic Rare Variante, nämlich in so einer Mischung aus Holographic Rare und Duelist Saga Ultra Rare, wenn man so möchte, weil hier auch diese parallelen Streifen drin sind. Allerdings halt, also ihr seht das hier vielleicht, ne, wie dieser Streifen da hoch und runter geht. Das sind wie bei Duelist Saga halt nur über die ganze Karte, also nicht nur über das Bild. Da oben haben wir, wie gesagt, nochmal drei. Damals im Einkauf, also ich habe sie damals bekommen, als sie ganz brandneu waren, ganz brandneu. Da war natürlich der Hype-Preis am Start, habe ich mir ein Playset rangeholt, hat 71 € gekostet. Ist natürlich heute utopisch, die Karte geht heute ungefähr die Hälfte, ein bisschen weniger wahrscheinlich noch. Ja, aber ich wollte sie halt haben und ich wollte einer der ersten sein, der sie vorstellt, und das war ich auch. Dann haben wir hier noch dreimal den blauäugigen ultimativen Drachen. Kennt man jetzt hier vielleicht schlecht, weil Ghost Rare. So, sehr schöne Karte, ist aber gar nicht mal so teuer. Darunter haben wir den Red Eyes, der kommt auch aus dem Duelist Pack, und zwar aus dem Duelist Pack 18, also nochmal ein paar Duelist Packs vor den ersten Karten, die ich euch da vorne gezeigt habe. Da habe ich jetzt hier in dem Ordner 4 Stück, glaube ich, genau, da oben habe ich nochmal einen. Dann aus der Rarity Collection habe ich hier noch 4-mal den blauäugigen alternativen weißen Drachen in Ghost Rare. Und ja, ich habe hier auch tatsächlich ein paar OCG Ghosts drin. Einfach weil die wunderschön sind und einfach mal eine Abwechslung zu dem bieten, was wir haben, und vor allen Dingen ein bisschen mehr, wie sagt man, ein bisschen mehr Abwechslung von den Karten reinbringen, denn unser Ghost Rare Pool ist ja tatsächlich eigentlich relativ klein, wenn man sich mal das so anschaut. Aus dem Duelist Pack 19, also dem Duelist Pack, das nach dem 18er von da oben kam, haben wir dann, auch interessant, aufgegeben in Ghost Rare, auch sehr, sehr schön. Da haben sie wirklich einen ganz, ganz alten Klassiker sozusagen gereprintet in Ghost Rare. Und das finde ich cool, dass jetzt in jedem dieser Duelist Packs eben ein Ghost Rare, eine alte Ghost Rare Karte eben rauskommt. Also eine Retro-Karte, die halt als Ghost Rare nochmal rausgebracht wird. Finde ich cool, hätten sie bei uns auch machen können. Ganz ehrlich. Und wenn schon 1000 Götter-Reprints, dann doch wenigstens in Alti oder in Ghost, oder? Und nicht in Mosaic-Rare, nicht in Black-Rare. Das wären mal Raritäten gewesen. Die brauchen wir jetzt allerdings auch nicht mehr so viele, wie wir auf dem Markt haben. Dann haben wir hier oben aus Shining Victories den Kristallflügel-Synchro-Drachen 4-mal, da oben 3-mal. Hier auch, damals sehr teuer eingekauft, für 45 € das Stück, ist er natürlich nicht wert, weder heute noch damals, aber mein OCG-Händler war damals nicht ganz so günstig, wo ich den her habe. Dann haben wir hier den buntäugigen Pendeldrachen, 5-mal, aus Duelist Alliance, aus dem Originalset tatsächlich. Gab's da noch, was waren bei uns aus Duelist Alliance, die Ghost? Das war doch eine andere, ne? Vielleicht sehen wir die hier auch nochmal, schauen. So, dann haben wir hier nochmal 6-mal den buntäugigen Rebellionsdrachen in Ghost. Dann hier nochmal den buntäugigen Wutdrachen 2-mal in Ghost, sowie die Nummer 62. Oben noch ein Playset Nummer 69, war bei uns, glaube ich, eine Super Rare gewesen. Dann hier nochmal den Exkodiersprecher. Und, oh Gott, wie hieß denn der Vogel nochmal? Das war, glaube ich, irgendwie auch so ein Borreload Dragon oder so. Haben wir hier auch nochmal das Playset. Tatsächlich, das hier ist so eine Karte, die geht gar nichts, die geht wirklich überhaupt nichts. Ne? Also, ich kannte mal einen, der einen kannte, ja. Der hat im Kartenladen den für 50 Cent bekommen. Muss man sich mal reinziehen. So, hier ist jetzt der Übergang vom OCG ins TCG. Da haben wir nochmal Trish Banner, hier haben wir nochmal den, sehr cool übrigens, den Fireball Exceed Drachen. Super coole Karte. Hier noch 2-mal diesen aus Invasion Vengeance, die Coverkarte, und hier oben den Clock Dragon. Und geht's dann los mit 3-mal Nahblicht, Rotdrachen, Erzunterwäldler in Ghost Rare. Alle First. Ich habe von dem tatsächlich nur Firsts. Ja, das sind die letzten drei. Also ich habe insgesamt von dem jetzt 12 Stück in First. 9 Stück sind im anderen Ordner und die drei eben hier.
Das sind auch Restchen, die ich habe hier oben. Da haben wir einmal den schwarz-geflügelten Drachen, der ist nicht First. Star Eater, der ist First. Und Gerümpel Berserker ist auch First, aber Gerümpel Berserker geht fast gar nichts. Also für eine Ghost wäre es der Spotten billig mit 30 Euro. Dann habe ich hier ein Playset Nummer 92 Hard Earth Drache. Da habe ich aber, glaube ich, nur 6 Stück insgesamt. Die anderen 3 sind schon im Magnethalter. Und noch ein Playset Nummer 32 Heidrache Weiß. Da musste ich letztens einen aus der Sammlung aussortieren, leider. Der hatte oben hier einen ganz leichten silbernen Fleck sozusagen. Fand ich schade, aber musste halt sein. Ja, jetzt habe ich an der Stelle halt nur noch 5. 2 Stück sind schon in Magnethaltern. Das sind jetzt die letzten 3. Dann hier zweimal Wandelstern Ritter Deltaros. Ah, genau, das war die Karte, die bei uns eben hier in Ghost Rare in Duelist Alliance drin war. In Japan war es halt die Coverkarte, also quasi der buntäugige Pendeldrache. In der Mitte haben wir nochmal eine Nummer 107 Galaxia und Tachyon Drache. Da habe ich insgesamt 4 Stück davon. 3 Stück werden wir wahrscheinlich in diesem Video noch sehen, zeige ich euch dann später. Dann hier einmal Bujinki Amaterasu. Von dem habe ich, glaube ich, auch ein paar mehr. Wie viele genau weiß ich nicht, aber das war der letzte, der übrig war in der Tinbox. Zweimal den rotäugigen Leuchtfeuer Metalldrachen. Das sind tatsächlich die einzigen beiden, die ich habe. Beide First. Zweimal Nummer 17 Leviathan-Drache, auch da werden wir heute noch 2 Stück sehen. Also quasi 4 Stück aus der TIN und im Hauptordner, der noch, also der Vorsortierungsordner, von dem ich vorhin gesprochen habe. Da dürften, oh, wie viele sind da drin? Nochmal 5, irgendwie so. Dann haben wir hier Himmelsherrscher Drachenritter Felgrand. Oder nee, himmlischer Drachenritter Felgrand. Halber Zack, aus Shadow Specters. Das ist eine coole Karte. Ich finde, diese Karte ist tatsächlich unglaublich schön designt. Mag sie aber allerdings so als Ultimate Rare, oder war es Ulti oder Secret, mag ich sie aber tatsächlich mehr als Ghost Rare. Trotzdem suche ich die noch ganz, ganz dringend natürlich, aber spart euch Angebote, Penunze ist gerade bei mir nicht so gut. Dann haben wir hier zweimal Malakoda in First, einen davon habe ich selber gezogen, die einzige Ghost Rare, die ich jemals selber gezogen habe, aus Secrets of Eternity. Ich habe ja damals immer Müllermarkt leer gekauft, wisst ihr ja. Dann haben wir hier den Neo-Galaxie-Augen-Photon-Drachen. Der ist auch cool. 2x Möbius, mega nice. Dragon Knights, also Draco-Equatana-Drachenritter. In Ghost, der ist aber, glaube ich, auch nicht First. Die beiden Möbius sind auch nicht First. Die oben sind alle First Edition. Ja, die hier unten, die kennen wir tatsächlich schon aus anderen Videos. Das sind hier einmal mein Rainbow Dragon Misprint. Ich weiß gerade leider nicht, was der wert ist. Da gibt es auch noch den anderen, wo das falsche Bild zum Namen ist. Also die Regenbogendrachenkarte, aber mit dem Bild und eben den anderen, wo ich jetzt hier habe, wo die Karte stimmt, aber der Name falsch ist. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen mehr wert, schon allein, weil es halt Ghost ist und Ghost ist allgemein schon selten und dann noch ein Misprint und First Edition wohlgemerkt. Und ja, die kennen wir mittlerweile schon zu Genüge, die haben wir schon des Öfteren gesehen. Hier dreimal Chaos Neos. Ich habe aber mehr von denen. Einer von denen ist auf jeden Fall noch im Magnethalter und 2 weitere in der Tinbox. Aber in welcher halt? Ich weiß gerade nicht, in welcher. Dann haben wir hier 5-mal den Regenbogen-Neos in Ghost, ja, auch mega nice, alle First. Dann haben wir Infernoid Tierra, der ist auch ziemlich im Preis gestiegen, muss ich sagen. Ich hatte mal vor einer Weile einen, der hatte komplett keinen Namen und weil ich halt nur bestimmte Misprints sammle und ich damals Karten ohne Namen nicht gesammelt habe, das ist heute übrigens anders, habe ich den getauscht und zwar gegen einen mit Namen, also ganz normal 1:1 getauscht halt, nur gegen einen, der halt nicht gemisprintet ist. Und der war damals nicht viel wert, also fast gar nichts eigentlich. Und heute ist der, glaube ich, wo war der? Irgendwie bei 20 Euro oder so. Hier relativ krass, relativ teuer die schwarzen Totenkopfdrachen in Ultimate Rare aus Japan. Das sind 9 von insgesamt 9 Stück. Normalerweise müssten die in den anderen Ordner rein, also in den Hauptordner. Aber die hatte ich halt gerade zur Hand. Die lagen noch in den Tinboxen, die hatte ich noch nicht da eingeräumt. Deswegen haben wir gedacht, komm, die nimmst du mit. Und haust du halt hier rein, so zum Zeigen. Die werden ja auch nicht mehr lange drin sein. Ich würde mal sagen, so übernächsten Monat werden die wohl in die Magnethalter wandern. Da kostet eine auch so 35,40, je nachdem, wo man sie herbekommt. Ja, dann haben wir hier wohl die dickste Spam-Ulti aus Power of the Duelist, nämlich Super Vague Red Jumbo Drill. Habe ich hier im Ordner 11-mal. Und das ist nur das, was über ist. Dann habe ich sie nochmal 9-mal im Ordner mit den Firsts und nochmal 9-mal im Ordner mit den Unlimitierten. Also ihr seht hier,
mein Yugi-Extremismus schlägt hier voll aus, ja. Und wenn ich noch 10.000 von denen bekomme, ich gebe halt keinen ab. Das ist halt einfach so. Ich bin so. Hier richtig, richtig krass. Richtig, richtig krass. Was die Karte in First geht. Also wir haben ja eine in First, zwei unlimitiert. Insgesamt habe ich 9 Stück von denen noch. Davon habe ich 5 Stück im First-Ordner und eben 4 Stück im unlimitierten Ordner. 200 € in First, aktuell auf Market. Krasser Scheiß, wirklich krasser Scheiß. Die Unlimitierten sind ein bisschen günstiger, aber auch noch teuer. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich nicht gedacht. Dann haben wir unten Elemental Aquanios. Auch der ist einmal First, hier zweimal unlimitiert. Von dem habe ich wirklich Tonnen. Da habe ich, glaube ich, damals bei Erik, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich zumindest die Unlimitierten alle aufgekauft. Das waren auch irgendwie 9 oder 18 Stück oder so. First habe ich, glaube ich, ein bisschen weniger. First habe ich 6 oder 7 Stück von dem. Dann haben wir hier den Flareneos, genau, den haben wir hier auch 5-mal. Habe ich auch in beiden Ordnern jeweils 9-mal, den First und eben unlimitiert. Mehrteil-Golem ist so die dickste Random-Ulti aus The Duelist Genesis gewesen, glaube ich. Von der, also die ist weder im Haupt- noch im Nebenordner, aber ich weiß, dass ich von der noch mehr habe. Noch viel, 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 viel mehr. Ich habe damals bei Diamonds Cards, habe ich schon vor langer Zeit die Bestände leer gekauft, wenn man so möchte. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich sind die noch in den Toploadern, die ich damals gesammelt habe. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Karten, die da drin liegen, unter anderem auch Ultis, weil ich die noch nicht alle ausgetauscht habe. Ich habe jetzt tatsächlich 700 leere Black Border Toploader für 60 € verkauft. Also der Versand schon drin und habe dann auch noch 10 € Versand draufgezahlt. Das war eigentlich ein richtiges Kackgeschäft. Aber es war für den lieben Alex, Alex heißt er doch? Ja, ich denke doch. Ich bin ganz schlecht im Namen merken, obwohl ich fast jeden Tag mit ihm schreibe. Für den mache ich das gern. Der hat mir schon eine Duelist Devastator Box geschenkt und schickt mir jetzt auch nochmal eine zu. Die muss ich aber noch bezahlen, habe ich noch gar nicht überwiesen. Trotzdem nett, dass er mir die schon mal zuschickt. Dann haben wir hier den Schicksals-Enddrachen. Apropos Duelist Devastator Box, wollen wir das eigentlich machen? Also normales Opening lohnt sich ja nicht, weil das Set ist recht neu und alle haben schon ihre Videos abgedreht, ist wahrscheinlich nicht mehr so interessant. Ich würde sagen, wir machen das irgendwann mal in ferner Zukunft. Also das Video werde ich jetzt schon drehen und bearbeiten, aber halt gespeichert lassen und nicht hochladen. Aber wäre das vielleicht als so eine Art Besprechung vielleicht besser? Dass wir mal so ein bisschen die Karten besprechen, wie die vielleicht sammlerisch relevant werden könnten. Ich meine, spielerisch kann ich natürlich nicht viel dazu sagen, aber so ein bisschen aus der Perspektive eines Sammlers. Ich denke, das wäre vielleicht ganz interessant. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall mal hier 6-mal den Schicksals-Enddrachen. Der ist auch ein bisschen teurer geworden. Der war ja damals eine richtige Billo-Karte. Hier unten auch Zwillings-Photoneidechse. Der ist übrigens heute auch noch nicht besonders teuer. Ne? Er ist halt teurer als früher, aber man kann ihn sich leisten. Auf jeden Fall hier jetzt wenigstens Photoneidechse. Von der habe ich auch wirklich zum Saufüttern. Also tonnenweise habe ich von der vollkommen klar. Keine großartige Karte damals aus, wo war die her? Order of Chaos? Ich glaube schon. Dann hier 2-mal den Elementar Hack Neos Knight. Auch die ist in Ultimate Rare nicht besonders viel wert. Im niedrigen zweistelligen Bereich bewegt sie sich in First. Bei der ist es tatsächlich so, dass ich da keine Ahnung habe, in welchen Ordnern ich die wie oft habe. Weiß ich nicht. Aber sie muss auf jeden Fall in diesen Ordnern sein, denke ich mal, weil sonst hätte ich sie nicht in die Tinboxen gehauen. Ja, dann haben wir hier 4-mal Tempest über, 1-mal First, 3-mal unlimitiert. Da oben die Ophoroid-Kämpfer einer First, 2 unlimitiert. Dann haben wir hier die Steam Healer in Ultimate Rare. Ist übrigens auch mal interessant. Die Karte kommt aus BPT. Ja, wir kennen diese BPT-Boxen auch aus dem Englischen. Ja, das sind diese Blue Eyes in Secret, Dark Magician in Secret gleich 2-mal. Also da sind tatsächlich relativ wertvolle Karten dabei. Das wird meistens zum Anlass genommen, diese Karten hier aus dem japanischen BPT vollkommen überteuert zu verkaufen. Da gibt es zum Beispiel auch den Chaos Imperator Drachen in Ulti aus dem Set. Kann man zum Beispiel auch im Gastvideo vom Sammelchris sehen, das ich jetzt letztens hochgeladen und kommentiert habe. Da hat er, glaube ich, 3 Stück sogar von drin gehabt. Na, aber diese Karten sind nichts wert. Ja? Die sind einfach nichts wert. Auch die hier sind nichts wert. Also die kriegst du wirklich hinterhergeschmissen, diese Steam Healer. Bitte lasst euch da nicht beeindrucken, lasst euch da nicht fehlleiten, nur weil die Ultimate Rare sind. Das ist eine Promokarte. Die ist in jeder Tinbox dabei. Die ist nicht wertvoll an der Stelle. So, dann haben wir aus Phantom Darkness hier Elemental Storm Neos in Ultimate Rare 5-mal. Da hatte ich noch einen Shining Phoenix Enforcer übrig, 3-mal den Grand Neos. Hier wird es wieder richtig teuer oben. Das sind jetzt Ultis, die sind was wert. So, das ist der Dark Paladin in, aus seinem Originalset in Japan. In Ultimate Rare, also da dürft ihr euch auf jeden Fall auf einen etwas höheren zweistelligen Betrag freuen.
wenn ihr euch den kaufen wollt. Hier haben wir jetzt nochmal den Regenbogen-Nears und den Chaos-Nears, tatsächlich meine Lieblings-Altis von den Helden her, aber auch relativ bezahlbar, ein bisschen teurer als jetzt zum Beispiel Steamhealer oder Storm-Nears, aber trotzdem relativ bezahlbar. Oben dann noch Chaos-Nears in Ultimate Rare, mein tatsächlich absoluter Lieblings-Elementar-Held. Dann haben wir hier die 1000-Eurigen Opfer, da wird uns später wahrscheinlich noch einer begegnen im Ordner. Da habe ich insgesamt 7 Stück, die alle hier drin sind, glaube ich. Aber die werden auch nicht mehr lange drin sein. Hier haben wir dann den VW XYZ Drachenkatapultkanone, war das, glaube ich, aus entweder Elemental Energy oder Enemy of Justice. Woher war das? Ich sehe es von hier aus nicht, aber ich glaube, es war Elemental Energy. Dann, ja, natürlich hier schweineteuer, beide. Eine First, eine Unlimitiert, habe ich über. Die anderen befinden sich entweder, also eine befindet sich First im Magnethalter, die andere noch im Ordner, also in den anderen Ordnern. Dann hier viermal Elementarheld Darkneos, ja, auch mega cool. Oben haben wir Essedari oder wie die Karte heißt. Ich hole mal eine raus. Irgendwie so war das. Ja, genau, Essedari. Gladiatorengeheuer geht fast nix. Aus Extreme Victory First. Sehr schön, sieht auch aus, als wäre sie was wert, aber ist sie nicht. Dann haben wir zweimal den Phoenix Enforcer. Einmal First, einmal unlimitiert. Noch einen Donnergigant. Da hatte ich mein Kontingent tatsächlich schon voll. Und das ist dann die, die wir letztendlich noch im Opening gezogen haben von The Lost Millennium. Ich glaube aber, habe ich das Video jemals hochgeladen? Ich bin mir nicht sicher. Bin mir gar nicht sicher, aber nee, ich glaube, wir haben die Ultra Rare gezogen. Vergesst, was ich gesagt habe. Dann haben wir unten Flammenflügelmann noch über in Unlimitiert und zwei Wild Edges. Genauso wie zwei Cyber Enddrachen. Und das hier stört mich so ein bisschen. Wir haben hier aus SDX den ultimativen Blauäugigen und der ist relativ viel wert, ja, der ist sehr, sehr teuer. Der geht so, ja, 30, 40, 50 Euro und ich habe den weder in dem einen Ordner noch in dem anderen Ordner und habe nur einen in der TIN, auch keinen in den Magnethaltern. Ich weiß nicht, wo die anderen sind, ich habe mindestens 5 von dem, das weiß ich und das stört mich so ein bisschen. Das stört mich. Das ist jetzt wieder. Ach, da könnte ich wieder kotzen, weißt, wisst ihr? Also muss ich mal wieder suchen. Naja, auf jeden Fall unten dann den Clock Dragon viermal aus dem Originalset. Klar, nichts Großartiges. Dann nochmal hier. Gaia, die ursprüngliche irgendwas. Die Urkraft, genau. Gaia Drachling Urkraft aus Star Strike Blast. Ein seltenes Set gewesen damals. Hier den dunkle Klinge der Drachenritter. Auch cool. Einer meiner ersten Ultis gewesen damals tatsächlich. Also jetzt nicht der. Die, wo ich damals hatte, war ziemlich kaputt aus einer Sammlung. Auch First, aber gar nicht mal so teuer, wie man vielleicht denken würde. Dann haben wir hier den rotäugigen Meteordrachen, heißt der, glaube ich, in Ultimate Rare. Dann hier nochmal so einen buntäugigen Vogel. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, wie er heißt. Da unten haben wir jetzt nochmal das siebte 1000-äugige Opfer. Donnerdrache Titan. Kam von der Spende vom lieben Yannick damals. Nochmal ein Cosmoneos. Hier viermal das dunkle Magiermädchen Drachenritterin sowie zweimal den Amulettdrachen und eins sei noch erwähnt, in diesem Ulti-Ordner habe ich auch Collectors Rares drin im Japanischen, weil das so eine Art Unterart von Ultimate Rares ist. Also die sind genauso, haben so eine genauso gestanzte Oberfläche wie Ultimate Rares, aber schillern halt ganz anders und sind noch ein bisschen so aufgesplittet wie ein Mosaik. Ihr kennt das ja wahrscheinlich schon. Dann, was haben wir? Magmaneos heißt er, glaube ich. Dann hier auch, das ist auch so eine Sache. Da habe ich auch nur einen hier. Ich weiß aber, dass ich mehr von dem habe. Mindestens 4 Stück vom 5-Götter-Drachen in Ultimate Rare. Das sind so Sachen, das ist, wenn man eine gewisse Anzahl an Karten hat und man sich nicht mehr sicher ist, wo hat man die jetzt? Das stört einen irgendwann, ne? Okay, dann haben wir hier einen Cyber-Zwillingsdrachen. Der geht so um die 40 aus Cybernetic Revelation. Habe ich noch über. Zwei Schreckenspelz, einmal Chimera, einmal der Bär und ein Cyber-Ogre. Hier sind halt so ein paar einzelne Sachen bei. Hier Gatling, Dragon First, auch noch über gehabt. Draco Equatana, Drachenritter. Zauberer von Oz, nicht Zauberer, sondern Meister von Oz. First, der ist auch relativ teuer im hohen zweistelligen Bereich mittlerweile. Dann in Ultimate Rare hier nochmal den, oh Gott, wie hieß er denn? Elementarheld, lass ich mal, Nova Master, genau. Dann haben wir hier nochmal so ein paar Helden. Hier unten, das sind die Künstlerkumpel, die sind bei uns als Rare rausgekommen in Maximum Crisis. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich sage, die Künstlerkumpel können cool aussehen, weil die Karte hier, möchte ich mal kurz veranschaulichen, ja, die sieht einfach Bombe aus. Das Artwork, dieses Artwork ist schön, ja.
Und das ist nicht zu kindisch oder zu kindlich, das ist wirklich schön. Dazu gehören auch dann der buntäugige Künstler, Zauberer und so. Also die sehen nicht so übermäßig ulkig aus. Und es gibt auch ein paar von diesen ulkigen Karten, die mir gefallen. Zum Beispiel Schädelkrobat. Das ist meine Lieblings-Künstlerkumpel-Karte, Leute. Ja, aber dann gibt es halt auch wieder sowas wie diesen komischen Adler da. Den finde ich so gar nicht witzig. Jetzt kommen wir zur wohl wertlosesten Seite, nämlich der Gagaga Magier aus der Sexelton. Das war eine Promo, die geht, glaube ich, 15 Cent oder so, die Ultimate Rare. So, dann hier habe ich auch wieder den lieben Erik, der gekauft damals. Da habe ich, glaube ich, 18 Stück gekauft von ihm in Ultimate Rare. Alle unlimitiert gewesen, für 1,50 das Stück oder so. Habe ich einfach mitgenommen. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 3x9 von denen hier in unlimitiert. Ja, also 9 nach 10, 27 Stück in unlimitiert. Davon eben zwei Seiten in dem zweiten Ordner, eine hier. Und hier hinten sehen wir noch einen in First, da habe ich eine Seite komplett in First im Hauptordner. Hier haben wir noch zwei Harpien-Königinnen, eine First, eine Unlimited, auch schweineteuer, hier auch sehr, sehr teuer. Bewaffneter Drache Level 5 in Ultimate Rare, von dem her wollen wir gar nicht anfangen, auch mehrere 100 Euro wert. Bewaffneter Drache Level 7 Ultimate Rare First Edition, perfekter Zustand, so wie eigentlich alles hier. Dann 5 Cyberdosen, die sind auch noch übrig. Ich habe eine tatsächlich hier drin, die ist noch aus dem Reprint-Set, das ist die hier. Das ist auch die einzige, die ich aus dem Reprint-Set habe. Die anderen sind alle aus dem Original-Set in First. Ich will aber noch mehr von denen haben, weil die so einen geprinteten Rand haben. Das gefällt mir ganz gut. Dann unten Insektor Gigagottes-Anbeterin. Habe ich tatsächlich nur 3x in der kompletten Sammlung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum die in der Tin waren. Wie gesagt, in der Tin sind normalerweise nur Karten, die ich wirklich über habe, also wo beide Ordner bereits gefüllt sind oder zumindest zu einem Teil gefüllt sind. Ja, keine Ahnung, warum ich nur 3 von denen habe. Müssten normalerweise mehr sein. Eine Förster unlimitiert, da werde ich wohl mal einkaufen müssen, aber die sind noch nicht besonders viel wert. Ja, dann hier ganz, ganz viele Proto-Cyber-Drachen. Wir haben oben 2 First, der Rest ist unlimitiert. Auch da habe ich Dutzende, das ist unglaublich. Ich habe also eine Seite davon noch im zweiten Ordner und eine mit Firsts im Hauptordner. Das heißt, ich habe also insgesamt 11 Stück in First und der ganze Rest ist halt unlimitiert. Da haben wir nochmal eine unlimitierte. Dasselbe gilt halt für den Cyber-Laser-Drachen. Haben jetzt auch hier lauter unlimitierte Cyber-Drache unlimitiert. Beim Cyber-Drachen muss ich sagen, da bin ich auch relativ mau bestückt. Ich habe ein paar unlimitierte, aber von den Firsts, da habe ich einen im Magnethalter und nochmal eine Handvoll im Ordner. Jetzt nicht in dem, aber in einem anderen. Ja, teuer. Ich bin zu geizig, mir die gerade einzeln dran zu holen. Da kommt übrigens bald ein Video. Ich kenne einen. Das ist der, wo mir diese Hüllen geschenkt hat. Übrigens, nochmal wegen den Hüllen. Ich habe ja dieses Danke-Video gemacht. Ne? Danke, Felix. Jetzt hat er mir schon wieder 100 Packungen gekauft. Die kommen wohl am Dienstag an. Wahnsinn. Und der kennt einen und der sammelt halt hauptsächlich Cyberdrachen. Der macht mir ein Video. Die Dreharbeiten laufen wohl schon seit längerem. Scheint wohl was Aufwendigeres zu sein und das werden wir uns hier wahrscheinlich auch kommentiert angucken oder wenn es halt von ihm schon sozusagen erklärt wurde, werde ich das mal hier hochladen, so als eine Art Gastvideo, obwohl er keinen YouTube-Channel hat. Das wird sicher interessant, das möchte ich euch nicht vorbehalten, weil ich finde es immer schade, wenn so Sammlungen im Privaten verstauben, ohne dass es jemand sieht, vor allen Dingen, wenn es zu teure sind. Dann haben wir die Cyber-Barriere-Drachen, alle 3 First hier. Tatsächlich habe ich kaum Unlimitierte von denen, ich habe nur First. Ich habe, glaube ich, 9 Stück in First im einen Ordner, die 3 hier und Unlimitierte gar keine. Die sind gar nicht mal billig, muss ich mal sagen, in First. Dann haben wir hier noch das Cyberfinsternis Horn. Zweimal First, einmal unlimitiert. Dann zweimal Uria oben, beide deutsch, aber nicht First. Sonst wären die richtig teuer, sind aber auch so schon teuer genug. Dann hier 7-mal Austauschfrosch. Bei denen ist es auch so, dass ich nur diese 7 hier habe. Der Rest, ich dachte mal, gedacht zu haben, dass ich mehr von denen habe, aber ich finde sie irgendwie nicht. Also sie sind auch nicht im einen oder im anderen Ordner. Entweder sie schlummern noch in irgendeiner anderen Tin, ich habe sie bei der Sortierung übersehen. Oder ich habe tatsächlich nur die. In dem Fall muss ich mir tatsächlich noch einige ranholen, also 2 Stück mindestens. Dann haben wir hier nochmal einen von diesen Künstlerkumpeln und hier nochmal die Nebelkönigin, Ultimate Rare. Die Nebelkönige waren ja lustig, ne? Also am Anfang voll begehrt gewesen, richtig teuer und dann abgestürzt auf 7 fucking Euro. 7 fucking Euro damals. Ist jetzt schon wieder länger her gewesen, aber das war schon mega. Also das war, da habe ich mir natürlich eingekauft ohne Ende, ne? Das sind auch nicht alle, die ich habe. Also das sind wie gesagt die über sind. Ich habe da in meiner Privatsammlung auf jeden Fall noch 3 Stück, die sind komplett zerstört, aber für mich persönlich reicht es halt noch.
Und dann habe ich natürlich in meinem Hauptordner 9 Stück und einen Nebenordner braucht es nicht, weil da gibt es kein First und Unlimited. Also habe ich halt 9 Stück noch davon. Ja, also quasi 17 Stück insgesamt. So, dann haben wir hier zweimal Cyberfinsternis Zacke, ein Raviel, ist auch tatsächlich mein letzter Raviel. Alle anderen sind schon in den Magnethaltern, da gibt es auch weder welche im Hauptordner noch im Nebenordner. Dann nochmal Finsterer Horus dreimal. Zwei Exodia-Köpfe in Ultimate Rare, damals auch an ungefähr 20 gekostet. Und die hier sind natürlich auch schweineteuer gewesen. Diese, oh ne, nicht aus der Hülle raus. So, diese dunklen Magier des Chaos aus ihrem Originalset in Ultimate Rare. Hier die 7 Stück, auch schweineteuer gewesen. Damals so um die 55 Euro bezahlt. Mittlerweile bekommt man es auch ein bisschen günstiger, mal so für 35 oder so. Aber sie sind immer noch relativ kostspielig. Ja, dann haben wir hier Sasuke Samurai, 4 Stück, 2 First, 2 unlimitiert. Oben haben wir dann die Horus Level 6, davon ist einer unlimitiert und 4 Stück First aus Soul of the Duelist. Zweimal die aufblühende Blumenzwiebel, beide First. Eine davon damals von der lieben Christina gespendet bekommen. Dann haben wir nochmal hier Prinzessin Pikeru, da sind 3 Stück First, eine unlimitiert. Hier unten dreimal Sasuke, auch alle 3 First an der Stelle. Dann oben dreimal Uforoid, eine Förster unlimitiert, der haftende Sprengstoff, ist auch so eine Karte, die habe ich glaube ich mal ganz ganz oft gekauft in unlimitierter Variante. Ich bin jemand, der bei sowas auch gerne auf Masse kauft, weil wie gesagt für die Ausstellung will ich halt sehr sehr vieles in First haben, aber halt auch in unlimitiert und speziell bei diesen großen unlimitierten Angeboten, wenn dann wieder irgendeiner auf eBay oder so 20 Stück zur Abgabe hat, einer kostet 1,50, weil es irgendwie so eine Random Ulti oder so ist, dann nehme ich die halt auch gerne mit. Ne? Das lasse ich mir halt auch nicht entgehen dann an der Stelle. Das heißt, ich habe halt auch sehr, sehr viele Ultimate Rares, die unlimitiert sind, aber ich habe immer, also in der Regel zumindest ausgewogen, auch First Editions dann von derselben Karte. Dann haben wir hier oben den Wüstentwister, da sind 2 Stück First, einer unlimitiert, hier beim Meistermönch. Meistermönch habe ich hier zum Saufüttern. Meistermönche habe ich in den Magnethaltern locker 10 Stück, die sind alle First. Dann habe ich im Nebenordner, also im zweiten Ordner, habe ich, ich glaube, 2 Neuner Seiten voll mit Unlimitierten und im Hauptordner habe ich nochmal 2 Seiten voll mit First. Also da kann ich wirklich ersaufen und die halt noch, die, wo ich jetzt da über habe sozusagen. Theoretisch hätte ich von jedem dieser beiden Ordner nochmal eine Seite hier reinpacken können, aber ich habe es gelassen, das umzusortieren. Dann haben wir hier nochmal den Coelacanth, also dieses super antike Tiefseeungeheuer, schlag mich tot. Nicht besonders viel wert und das Artwork ist auch ein bisschen schwer zu erkennen, weil alles so dunkel ist. Dann haben wir hier nochmal den gelben Pavian, 4-mal, alle unlimitiert. Den Flug des Vampirs, eine First, 4 unlimitiert. Oben Hierarchus Wings, eine First, 2 unlimitiert. Krios Wings, beide unlimitiert. Finstere Neftis, dazu gibt es auch vielleicht eine schöne Anekdote zu erzählen. Finstere Neftis habe ich mir damals gekauft und zwar relativ oft. Das war eine der Karten, die auf eBay bei so einem Powerseller, Diamond Cards oder wie die hießen, 1 Euro gekostet hat. Habe ich mir dann inklusive der Hornmoräne jeweils 9-mal gekauft. Alle angeblich First, alle angeblich Niemand. Von diesen 9 Stück waren genau 2 Stück Niemand und genau eine First. Danke. Oh, und hatte ich erwähnt, dass die Hornmoränen gar nicht dabei waren? Naja. Dann haben wir die verlockende Königin Level 7. Die ist auch tatsächlich ein bisschen teurer. Davon sind hier 4 Stück First, eine unlimitiert. Und ein beflügelter Geist, auch eine alte Random Ulti, eigentlich aus Soul of the Duelist. Ist aber auch nicht von schlechten Eltern, was den Preis angeht. Vor allem die deutschen Erstauflagen nicht. Oben haben wir dann noch Evolsaurier Ceratum. 4-mal, von dem habe ich wesentlich mehr. Von dem müsste ich sogar so viele haben, dass ich noch ein paar mehr hätte hier reinpacken können, aber irgendwie habe ich die nicht gefunden. Vielleicht habe ich die wieder in irgendwelchen Tinboxen, wo ich gerade keinen Überblick habe. Dann haben wir hier 5-mal Raumzeitpolizei aus, oh Gott, Generations Force, glaube ich, waren die. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall alle First. Dann Bestrafungsdrache hier, 6-mal aus dem OCG, war so eine Karte, ich weiß nicht. Die ist halt so angelehnt an den Urteilsdrachen, haben die den nochmal versucht zu toppen, aber ja, vom Artwork her finde ich den Urteilsdrachen einfach schöner. Unten dann 3-mal aus Japan den Barrel Dragon im unzensierten Artwork in Ultimate Rare aus dem Originalset, auch sauteuer gewesen, damals im Einkauf 100 Euro gekostet, ist dann später abgestürzt auf 60. Ich wusste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viele aktuell geht, deswegen habe ich bei der Berechnung des Ordners einfach mal 50 pro Stück genommen. Ja, ich denke mal, noch niedriger wird er nicht gegangen sein, vielleicht sogar wieder höher. Dann haben wir hier oben Ritter des Königs, die sind alle First, 2-mal Jubel in Ultimate Rare, das müsst ihr euch übrigens mal geben, ja, wie wunderschön Jubel in Ulti aussieht, gebt euch das.
Ich habe ja damals vor vielen Jahren, als Jack Hatmes noch seine Live-Liga hatte, habe ich die ja mal gesponsert. Da gab es ja immer so einen Monatsgewinn und der hat immer von mir eine schöne Karte bekommen. Und die letzte, die da rausging, war so eine Jubel. Ja. Damals 8 Euro bezahlt, glaube ich, oder so. Dann habe ich dreimal Vanity's Ruler, 2 Stück First, eine unlimitiert, auch relativ teuer. Dann haben wir hier Bruderschaft der Feuerforce Bear, die sind nicht mehr so teuer, die waren mal teuer. Ultimatives Insekt Level 7, auch eine sehr, sehr coole Karte. Dann haben wir hier den Goblin Elite Angriffstrupp. So wie hier Testalos, auch cool, 4-mal. In First eine davon selbst gezogen damals aus dem Display, das ich bekommen habe. Dann haben wir den Erinnerungszerstörer. Erinnerungszerstörer war, ist, wird wohl immer so eine random Ulti bleiben. Und in der Mitte sauteuer, wirklich sauteuer. Und leider Gottes einer der wenigen, die ich besitze. In Ultimate Rare der BLS. So einen bekommt von mir übrigens der Eike noch geschenkt. Das habe ich immer versprochen. Also irgendwann, wenn ich den mal bekomme, ist es seiner. Dann der Lebensharmonisierer oder Lebenskraftharmonisierer. Ja, auch so eine random Ulti. In der Mitte haben wir dann noch Elemental Danadaneos. Der geht, glaube ich, 70, wenn mich nicht alles täuscht, in First. Grab-Oja unten, auch eine coole Karte, transportiert schön dieses antike Ägypten-Feeling, das mir so gefällt an den alten Yu-Gi-Oh! Sachen. Der ultimative Tyranno, auch mega cool. Und dann natürlich hier unten noch das super antike Dinosaurier-Ungeheuer, oder wie es hieß, aus Light of Destruction, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das ist so eine Karte, die finde ich persönlich so ein bisschen random. Hätte jetzt keine Ulti werden müssen, da hätte eine ganz normale Ultra eigentlich gereicht oder eine Super Rare. Vielleicht in Secret hätte sie tatsächlich noch besser ausgesehen, aber ich finde halt einfach das Monster an sich jetzt auch nicht so atemberaubend vom Design her. Ja, hier haben wir jetzt wieder so eine Karte, wie vorhin angesprochen, aus BPT, der Booster-Tinbox. Geht in etwa 3 Euro das Stück. 2-mal ultimatives Insekt Level 5, beide unlimitiert. Unten haben wir dann den Zerstörersaurier. Den hatte ich tatsächlich eigentlich nur einmal über hier in First, aber mit der letzten 190-Euro-Sammlung sind noch 2 dazugekommen, unlimitiert, die ich dann über habe. Dann haben wir hier 2-mal in Windshield in Ultimate Rare. In der Mitte Prinzessin Kuran, von der habe ich Dutzende in First, wirklich Dutzende habe ich auch seitenweise voll. Das ist die letzte, die halt auf keine 9er Seite mehr gepasst hat, deswegen ist jetzt hier drin. Dann, was ist denn das für ein Fleck wahrscheinlich unter der Hülle? 3-mal Enrise, vom Artwork her tatsächlich meine Lieblingshimmelplage und unten nochmal Norellas, die wohl teuerste und spielbarste. Dann haben wir den BES Tetran sowie den BES Kristallkern 2-mal. Die Tetrans sind 3 Stück First, eine unlimitiert, bei den Kristallkernen sind beide First. Dann haben wir den göttlichen Drachen Exilion. Da ist einer First, 2 Stück unlimitiert, sehr cool. Unten haben wir die Insektenprinzessin tatsächlich aus DL4 in Ultimate Rare. Da war tatsächlich sogar mal eine in der Sammlung dabei, das war auch cool, Nier Mint. Finsterer Parsath aus Phantom Darkness, auch eine coole Karte, war mal ein bisschen was wert früher, mittlerweile nicht mehr so viel. Und oben natürlich noch sehr schön der Möbius, der Frostmonarch, alle 3 First an der Stelle, auch tatsächlich gar nicht mal so billig. Ja, dann haben wir, oh Gott, den Namen habe ich vergessen, wie hieß denn der nochmal? Erzlord Cerato, glaube ich, ja doch, Erzlord Cerato. Ein Ultimate Rare aus seinem Originalset, auch nicht unbedingt so teuer, 2-mal Bro, die waren auch über. Unten die 3 Jinzos, die sind gar nicht so billig gewesen. Damals habe ich unterschiedlich bezahlt. Für den einen niedrigen zweistellig, für die anderen beiden mittelmäßig zweistellig. Hier oben dann Cyber Phoenix als Playset, 2 First, eine unlimitiert. Schnellfeuermagier als Playset. Unten hier auch relativ teuer tatsächlich. Also ich glaube, wenn ich mich noch richtig erinnere, ging der auch so im mittleren, zweistelligen Bereich vom Preis her. Also warum, kann ich euch nicht sagen, aber den habe ich auch ziemlich häufig. War auch mal so aus Cybernetic Revelation so eine totale Billo-Karte. Dann haben wir Gerfried, der Schwertmeister in Ultimate Rare, eine First, die anderen unlimitiert. 2-mal der schweigsame Schwertkämpfer Level 3, beide unlimitiert. Dann hier nochmal Ceridias aus Force of the Breaker. Eine First, 2 unlimitiert. Hier der Kampfausblender, auch eine First. Die anderen unlimitiert, genauso wie hier bei
Flammensamen, unten die Ultimate Rare Buster Blader, die waren ursprünglich mal günstig, ich glaube 8 Euro, sind dann aber sehr stark gestiegen, kriegt man das mittlerweile so für unterschiedliche Preise, manche, wenn man mal Glück hat, so 10, 15, wenn man Pech hat, 30, das kommt immer ganz auf den Händler an. Dann haben wir hier aufrichtig aus Light of Destruction in Ultimate Rare. Oben nochmal die schrecksamen Schwertkämpfer, Level 2, einer First, einer Unlimitiert, der Level 4er ist auch First. Prophecy Destroyer, auch ziemlich gestiegen im Preis, habe ich auch mal eBay leer gekauft, war auch so eine 1-Euro-Sache. Geht jetzt, glaube ich, auch ein paar Euro mehr. Dann oben nochmal den ultimativen Albtraum, da gibt es auch nochmal was Cooles zu sehen. Schaut mal auf den Namen. Das extremer Traurigdrachen, ja, das ist tatsächlich keine dieser schlechten Fälschungen, sondern da haben die Japaner gedacht, sie machen mal einen deutschen Namen, weil die Japaner nämlich die deutsche Sprache lieben und sie als äußerst mystisch empfinden. Auch in japanischen Serien oder Filmen wird die deutsche Sprache häufig hergenommen, um irgendwelche Zauberformeln aufzusagen und so. Und ja, da haben sie halt grammatikalisch richtig reingeschissen. So, dann haben wir hier den metaphysischen Vollstrecker, so heißt er, glaube ich. Und das ist auch so eine Karte, die ich mal kurz rausholen möchte. Die ist jetzt nicht besonders viel wert, aber schaut euch das mal an, Leute. Guckt euch mal diese feinen Äderchen an von dem Ultimate Rare. Ist das nicht toll? Ist das nicht hochwertig? Das sieht total geil aus. Da kann unsere Super Rare nicht mithalten. Wenn ihr Sammler seid, die wirklich fürs Auge sammeln, die nicht Geld, Geld, ich bin so toll, weil ich eine teure Sammlung habe, sammeln, dann kauft euch sowas, schaut euch auf dem OCG-Markt um, da gibt es vieles, was günstig ist. Ich meine, what the heck, hier aufgegeben aufrichtig hier in Ultimate Rare, ja, hier Ultimate, alles halbwegs bezahlbar. Und sieht einfach mega aus. Und nochmal noch zwei Blade Edge, beide unlimitiert. Und Bubble Man, auch unlimitiert. Sind auch Überbleibsel. Hier zum Beispiel auch aus Tactical Evolution Regenbogen Drache und Regenbogen Finsternis Drache. Die sind aber auch ein bisschen teurer aus dem OCG. Oder hier in der Mitte antiker Antriebs-Gechilltron Drache. Geistespharao. Hier zweimal Baumfrosch, einmal First, einmal unlimitiert. Geflügeltes Kuribo Level 10. Zweimal Topaz Tiger. Einbildungsunterwäldler aus dem OP1. Inishishiens Kanzler zweimal aus Gladiators Assault, auch einer First, einer Unlimitiert. Also es sind wirklich, wirklich mega krasse Karten. Bei dem hier, ne, das ist richtig ulkig, hat mir letztens einer auf WhatsApp geschrieben, hat mich gefragt, was der wert ist, weil den wollte er sich kaufen. Und der Typ wollte irgendwie 130 Euro von ihm für den und also ich habe damals ungefähr 30 bezahlt. Schon ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob der wirklich so im Preis gestiegen ist, aber ich habe ihn mal mit 30 eingerechnet. Dann hier Mammut mit den großen Stoßzähnen. Gibt es nur einen Grad auf Market in Deutsch First für 120 Euro. Ich habe jetzt einfach mal die Hälfte genommen, vorsichtshalber beim Berechnen, weil ich mir nicht sicher war, ob das tatsächlich ein realistischer Preis ist. Unlimitiert ist er natürlich absolut bezahlbar. Niedriger, zweistelliger Bereich. Zweimal Cyber Esper, zweimal der Baby-Spieldrache, der Harpion, auch cool. Vampire Genesis ist auch eine coole Karte. Was haben wir noch? Zweimal Gaia-Platte. Zweimal Grabwächters Kommandant, einer First, einer Unlimitiert, auch sogar schon mal gespendet worden. Oben seuchenverbreitender Zombie, auch eine saucoole Karte. Dann haben wir ultimatives Insekt Level 3, auch nicht von schlechten Eltern vom Preis her, auch First Edition. Und hier auch der Dark Lucius Level 8, eine Karte, die man wirklich, ich hole sie mal kurz raus. Also hier eine Karte, die man wirklich extrem selten sieht in Sammlungen. Also diese Karte ist wirklich rar gesät. Sie ist jetzt nicht übermäßig teuer, aber sie ist wirklich selten. Dann, was haben wir noch? Sauteuer, die Dekree hier unten übrigens. Guckt mal auf Market, was sie geht. Ich will es jetzt an der Stelle nicht sagen. Schaut einfach mal, das ist brutal. Beide First an der Stelle und Niemand natürlich. Dann haben wir den Terrorkönig hier oben, zweimal Ultimate Rare aus Japan. Der ist übrigens nicht aus dem OTS, aus dem neuen, sondern der ist auch aus dem Originalset aus Japan. Der Flammenherrscher in Ultimate Rare, Kaisergleiter in Ultimate Rare, Versuchstiger, auch mega cool. Dark Sedge natürlich oder Air Hummingbird, das sind alles so Karten, die sind einfach mega, mega cool. Celestia zweimal, die sind aber in unlimitiert, genauso wie Cusillo oben, auch unlimitiert. Von den Cusillos habe ich ja erst letztens einen in den Magnethalter reingedonnert. Auch in Ultimate Rare, auch unlimitiert. Die ganzen Firsts habe ich tatsächlich noch im Ordner. Es sind aber gar nicht so viele. Ich glaube, First habe ich von denen nur 5 Stück oder so. Dann, was haben wir noch? Zweimal Abysslinde ist vielleicht noch erwähnenswert. Auch coole Sache. Bronn hier drüben. Ja, also es ist halt, ihr seht es ja, es ist eine Menge cooler Stuff dabei. Dark Hunter ist aus der Duelist Genesis, glaube ich, eher so eine Random-Ulti gewesen. Ihn hier habe ich immer für so einen Elementarhelden gehalten, dabei hat er mit den Elementarhelden, glaube ich, gar nichts zu tun. Aber trotzdem, muss ich sagen, sieht er so ein bisschen aus wie ein Elementarheld. Dunkler Imitator Level 3, auch cool, oder Chitonian Imperator Drache.
Habe ich damals mal gedacht, dass der zu dem mit dazugehört, zum normalen Imperator-Drachen. Big Shield Gardner unten in Ultimate Rare. Wie gesagt, Siegesdrache zweimal in Ultimate Rare. Das sind schon coole Sachen. Es sind einfach coole Sachen dabei. Schöne Altis. Wir haben hier violette Hexe dreimal. Davon eine First, zweimal Kuras aus dem OP2. Natürlich Planierraupe des Untergangs. Ein sehr schönes Farbspiel mit dem Violett auch. Oder Ozeandrache, Neodedalus, Dark Panther, finsterer Katapultierer First. War auch eine Spende, sehr cool. Cybern kybernetischer Magier. Ist auch eine coole Karte in First, geht aber nicht besonders viel. 4 Euro oder so. Hier ist Cyber Prima, ist in First aber auch ein bisschen was wert in Ultimate Rare. Was haben wir noch? Unteroffizier Elektro, die Karte werde ich nie verstehen, warum zur Hölle die in Ultimate Rare geprintet wurde. Starker Winddrache First habe ich gespendet bekommen. Jubel Terror Inkarnation, auch mega nice. Was haben wir denn noch alles? Wasserdrache in Ultimate Rare, auch nicht von schlechten Eltern. Halbschattenkrieger Lady ist auch eine mega coole Karte an der Stelle. Und ja, wieder ein bisschen japanisches Zeug natürlich. Und hinten auf der letzten Seite haben wir nochmal die, oh Gott, wie heißt der denn? Das muss ich ablesen. Das ist der Fusiler Drache, die Doppelmodus-Bestie. Den Namen kann ich mir nie merken von der, aber die ist auch mega, mega cool. Reizer ist auch schön hier. Oder oben der Herold des violetten Lichts, einer meiner Lieblings-Herold-Karten. Maximum 6. Also ihr seht, es ist halt wirklich krass und es reißt halt einfach nicht ab. Es ist halt wirklich alles Ultimate Rares. Ihr seht, es ist also schon auch einiges an etwas billigerem Zeug dabei gewesen jetzt im Ordner, aber auch sehr, sehr viel teures Zeug. Ihr könnt das ja gerne mal auf Market nachrechnen. Natürlich bei den japanischen Karten müsst ihr euch wohl auf das verlassen, was ich sage. aber ja, das ist auf jeden Fall ein mega Ordner. Aber wir sind noch lange nicht am Ende, Leute. Wir sind noch lange nicht am Ende. Stunde 1 ist bald um. Und wir kommen jetzt zum zweiten Ordner. So, im zweiten Ordner geht's natürlich direkt weiter mit den guten Sachen. Da haben wir zum Beispiel zweimal Majestätischer Mech Oka oder den Herald of the Orange Light, selbst gezogen übrigens damals. Zweimal Infernoid Onunku oder auch hier den Gerümpeldrachen aus dem Astralpack, Geschwindigkeitsroid aus dem OP3 oder auch hier den Dandelion aus dem Astralpack, also auch ein paar schöne Kärtchen. Der Ordner ist es natürlich ein bisschen weniger wert. Das ist der Ordner, der so um die 9000 Euro geht. Ist aber auch nicht von schlechten Eltern und ja, es ist halt relativ viel Einzelkram, relativ viel, ich sag mal, Kleinkram dabei. Wir haben hier Voltan, es ist zum Beispiel sehr schön, hier ein Effect Veiler, unlimitiert, geht aber auch unlimitiert eine Menge. Auch hier C4 ist eine Menge wert, Dasher auch ganz cool oder hier der Schweigsame Level 5. Auch eine mega coole Karte. Hier unten der Häcksler ist eine Menge wert. Der Erdmonarch ebenfalls. Beim Go-Go bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber das sind alles so Karten. Speziell so das oben, das war früher alles Random Ultis. Gut, die sind eigentlich auch heute noch Random Ultis. Aber ja, nichtsdestotrotz, coole Sachen. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen, also wir sehen ja, es geht jetzt hier das mit den Effektmonstern so ein bisschen zu Ende. Hormorain übrigens, die Karte, die gefehlt hat bei dem Einkauf bei Diamond Cards damals. Dann geht's hier los mit den Vanillas. Da habe ich bloß ein paar, weil die ganzen anderen Vanillas sind entweder im Ordner oder in anderen Tinboxen, die habe ich so noch nicht vorsortiert. Dementsprechend müssen wir uns mit ein paar wenigen anfreunden. Ich glaube, 2 oder 3 Seiten sind das nur. Da haben wir die hier, die sind sackteuer, die sind im dreistelligen Bereich. Ich habe die mal mit 100 Euro eingerechnet, die können aber auch 150 gehen, teilweise noch mehr. Hier unten haben wir die herbeigerufenen Totenköpfe in Ultimate Rare aus ihrem Originalset, auch mega, mega cool. Dann haben wir hier die Dark Magicians, von denen habe ich wirklich unendlich viele. Die Blue Eyes sind jetzt auch nicht großartig was wert. Wir haben hier insgesamt, ich glaube 8 Stück müssten es gerade sein. Davon 2 Stück First hier unten, der Rest ist unlimitiert. Frostosaurier, First aus Storm of Neos, ich glaube einer ist unlimitiert, der da unten, die anderen sind First. Ihr müsst mal gucken, was die gehen. Ich werde es mal nicht sagen, aber schaut mal kurz, was die gehen. Geht mal auf Market nach dem Video, schaut, was die Frostosaurier First aus Storm of Neos, Deutsch und Nirmint gehen. Das ist nicht mehr feierlich für so eine Vanilla. Dann haben wir hier oben 3x Ritter des Buben, 2x Ritterin der Königin.
Elementarherren Dohaido, damals für 1 Euro traded, geht mittlerweile auch ein Vielfaches, mega, mega geil. Unten dann natürlich Saphira, Königin der Drachen, eine der schönsten Ultimate Rares, die es gibt, ich hole sie mal kurz raus. Also wirklich eine wunderschöne Karte, das ist also wirklich, wenn ihr die nicht in der Sammlung habt, wenn ihr eine schöne Ultimate Rare Collection haben wollt, die braucht ihr unbedingt. Schöner geht's eigentlich kaum, also das ist echt der Wahnsinn. Ich habe die damals zumindest immer mit den Lightsworn in Verbindung gebracht, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich was mit den Lightsworns zu tun hat oder nicht, aber ich, keine Ahnung, in meinem Kopf steht die irgendwie mit denen in Verbindung. Ja, da habe ich mal wieder den lieben Erik. Da habe ich wieder den lieben Erik gekauft. Das sind jetzt ganz viele Demise, die sind auch alle unlimitiert. In First habe ich, glaube ich, gar nicht so viele von denen, auch nur 9 Stück oder so an der Stelle. Da haben wir jetzt 12 Mal Ruin, auch alle unlimitiert. Auch alle von Erik habe ich halt einfach mitgenommen gehabt. 2 Mal Garandolf, einer First, einer unlimitiert. Hier in der Mitte 4 Mal die finstere Existenz. Von denen, also das sind tatsächlich alle, die übrig sind. Die anderen habe ich alle schon in den Magnethaltern und deswegen sind hier auch nur bis auf einer alle unlimitiert, weil ich habe natürlich darauf geachtet, dass die Firsts zuerst in die Magnethalter kommen. Das hier wird mein nächstes Opfer, wenn man so möchte. Und dann kommen halt erst die unteren dran. Wir sind jetzt, wie man sieht, auch schon bei den Ritualmonstern, die hier auch schon bald wieder zu Ende gehen. Ihr seht also, das ist ein wirklicher Restebinder. Der Rest ist halt wirklich hauptsächlich im ersten und im zweiten Ordner, da ich da halt relativ viele habe und halt nur wenig über. Da haben wir jetzt hier 5 Mal, ist vielleicht auch mal ganz sehenswert, der schwarze Magier des Chaos, ja, in Ultimate Rares, sehr, sehr schön. War damals, ging so 20 Euro das Stück, glaube ich. Oder auch hier die maskierte Bestie aus Spell of Mask, auch eine saucoole Karte, der buntäugige Schwerkraftdrache, einer der schönsten buntäugigen überhaupt. Dann haben wir noch Necros von Sophia unten, auch eine mega coole Karte. Da haben wir ein paar Collectors Rares hier oben. Unten hier die, wie heißt denn der nochmal? Armor Factor Pine, genau, in Ultimate Rares, übrigens auch mal sehenswert. Das war bei uns aus Shining Victories, eine random Super Rare. Hier ist eine schöne Ultimate Rare, schaut euch das an. Das ist wirklich was fürs Auge, ja, und überhaupt nicht teuer, also spottenbillig. Die meisten japanischen, vor allen Dingen die meisten modernen japanischen Karten sind halt wirklich spottenbillig. Dann haben wir hier 4 Mal Majestic Star Dragon, der ist First, der ebenfalls, die 2 sind unlimitiert. Da kommen übrigens demnächst wieder 3 Stück von Rising Time, ich glaube alle 3 unlimitiert, wenn mich nicht alles täuscht. Weiß ich gar nicht, vielleicht sind sie auch First. 3 Stück kommen da nochmal und ich habe von denen auch noch unzählige in First im Ordner und unzählige in unlimitierter Variante, also jeweils 9. Und die ist aber gar nicht billig, die Karte, ne? Also nicht billig, nicht billig, nein. Dann haben wir hier diese ganzen Asengötter, die halt über sind, wo ich noch welche hatte. Das ist 2 Mal Thor tatsächlich nur, 4 Mal Odin und halt 3 Mal Loki. Dann da oben die 3 letzten Stardusts, alle 3 unlimitiert, die ich habe. Ja, dann hier ein paar Donner-Einhörner, 3 Mal hier das Donner-Einhorn, da das Blitz-3-Horn und da hinten müsste auch irgendwo das 2-Horn rumlungern, ja genau hier. Dann haben wir die Turbokrieger, die sind auch alle unlimitiert an der Stelle. Da habe ich tatsächlich auch mal ganz, ganz viele gehabt, da habe ich leider sehr viele abverkauft, sonst hätte ich jetzt glaube ich 30 Stück oder so von denen, so habe ich jetzt nur 15 oder so insgesamt. Tatsächlich fast alle unlimitiert, also ich glaube, ich habe nochmal 6 Stück schon in den Magnethaltern unlimitiert und 3 nur in First oder so, voll wenig, muss ich auch mal aufstocken. Dann Gerümpel-Berserker 3 Mal, davon einer in First. Hier von dem habe ich ganz, ganz viele, ein Ultimate Rare der, von Katastor aus dem Turbo-Pack. Da gibt es auch ein gutes Opening, Turbo-Pack 7 Opening. Schaut mal bei den Openings, das ist dermaßen krass gewesen, was wir da gezogen haben. Ich will jetzt nicht spoilern, aber das ist meiner Meinung nach im Verhältnis zu den Packs, also von der Menge, die wir da hatten, ist das wirklich viel, was wir gezogen haben. Also wenn man bedenkt, in welcher Ratio die verteilt sind. Ja, dann haben wir den metaphysischen Horus, eine First, 4 Stück unlimitiert, aus Secrets of Eternity in Ultimate Rare. Gab es halt auch in Ultimate Rare, ist jetzt aber nicht so die teure Karte gewesen, sage ich mal. Dann jetzt weiter oben, famose Rose, mega cool. Hier nochmal in Ultimate Rare, den Kristallflügel Synchro-Drachen, auch ganz nett zum Anschauen. Dann haben wir den atomaren Short-Drachen, das ist natürlich auch wieder cool. Und hier wird es natürlich wieder so ein bisschen teurer, mit dem kolossalen Kämpfer, 2 Mal aus dem Turbo-Pack 5. Und hier als Playset Trishula, Drache der Eisbarriere, Deutsch aus dem Astral-Pack. Die gibt es auf Market gerade gar nicht auf Deutsch, da gibt es nur Englische, wie ich gesehen habe. Halt, nee, warte, nee, nee, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Ich bin aus Versehen zuerst auf die Dual-Terminals gegangen, statt auf die
Astralpacks und habe das jetzt gerade falsch in Erinnerung gehabt. Also das ist gerade Quatsch gewesen, was ich gesagt habe. Die gibt es auch auf Deutsch. Kostet, glaube ich, 60 Euro das Stück oder so, wenn mich nicht täuscht, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, auf jeden Fall schöne Trishulas kamen damals von Junks Playground. Oder Goodyear, wie er damals hieß. Dann TG Klingenbrecher, ein Playset, oben zweimal der schwarz geflügelte Drache, einer in First, einer unlimitiert. Der unlimitiert ist halt wirklich günstig, ich glaube 10 Euro oder so, der in First geht dann natürlich ein bisschen mehr. Unten haben wir zweimal so einen Drache Inti und einen Sternfresser, alle unlimitiert an der Stelle. Roter Nova Drache aus Star Strike Blast, sehr, sehr coole Karte. Zweimal Nablicht Rotdrache in Erzunterwettler, auch mega nice. Vachimere sieht man tatsächlich relativ selten auch in der Rarität oder im Allgemeinen in Sammlungen, auch in Ultra Rare wirklich ziemlich selten zu sehen. Dann Raikiri der Regenschauer aus Dimension of Chaos, auch eine mega coole Karte. Also seht so, Synchros sind einfach was fürs Auge, muss man sagen. Hier sehr, sehr cool, antiker Feendrache, einer First, einer unlimitiert. Oder auch hier der Clearwing Synchro Dragon, von dem ich auch ganz schön viele in Ultimate Rare, in Ghost Rare auch. Da werden uns auch noch ein paar begegnen heute. Dann haben wir den, was gibt's noch Erwähnenswertes? Antiker Heiliger Lindwurm, auch eine Karte, die man recht selten sieht. Ich glaube aus Ancient Prophecy oder Absolute Power Force, eins von beiden. Kann ich jetzt gerade hier nicht lesen. Goyo Wächter Ultimate Rare auch aus Duelist Genesis, auch eine schöne Karte, genauso wie der Chaos König Erzunterwettler aus The Shining Darkness, einmal First, einmal unlimitiert. Die Young Sings sind natürlich wieder so ein bisschen preisintensiver, genauso wie er halt, der Sternschnuppendrache aus Starstrike Blast, das ist wohl die beliebteste Ulti aus dem Set, das gab es auch als Ghost, war auch das Covermonster. Dann haben wir oben zwei X-Saber, einer unlimitiert, nämlich der Gotthems, der würde in First auch ein bisschen was gehen. Oder hier auch XX-Saber Huyenlei oder wie der ausgesprochen wird, einen ganz komischen Namen. Unten haben wir dann 00X Boraido, nochmal hier ein Ultimate Rare, auch eine coole Karte. Katzenhaare. Normalerweise müsste man die Katze mit so einer, mit so einem Staubsauger, naja, wie auch immer. Oben hier nochmal zwei Collectors Rares, genau mit dem weißen Aura-Delfin und unten hier der weiße Aura-Wal. Beide Collectors Rares waren geschenkt damals vom lieben Daniel, glaube ich, dass er hieß. Dann haben wir hier unten dreimal Nummer 17, Leviathan-Drache aus Generations Force, zwei First, einer unlimitiert hier. Richtig geil, Nummer 25, Bildschärfe heißt sie, glaube ich, oder Force Focus. Ja, Force Focus ist für mich tatsächlich eine Karte, die eine Menge Bedeutung hat. Ist jetzt nicht gerade wertvoll, aber die gab es ja auch damals in dem Starpack. 2013 oder 2014 war das, eins von beiden. Und das war die erste Xyz-Karte, die ich damals in Starfall gezogen habe. Und ich dachte mir so, hey, jetzt verkauft Müllermarkt schon gefälschte Karten. Ich wusste damals nicht, was Xyz ist, habe es voll an mir vorbeigegangen, genauso wie Synchro. Ich bin zu der Zeit wieder eingestiegen, wo gerade Pendel eingeführt wurde. Und das war halt richtig sick so. Und ich weiß nicht, seitdem ist die Karte irgendwie ganz tief in meinem Herzen drin, so sozusagen Second-Hand-Nostalgie, wenn man so möchte. Hier auch 10 Stück, alle aus oder von eBay, damals alles leer gekauft. Ja, dann haben wir hier vielleicht ganz cool mal Finstere Rebellion Xyz-Drache. 5-mal, alle 5 First, alle 5 natürlich Nirmendus, New Challengers, auch mega cool. Nummer 12, Blutroter Schattenrüstungs-Ninja, ist auch eine Karte, die halt optisch ganz schön was hermacht. Dann kommen wir hier rechts zur wohl wertlosesten Booster-Ultimate Rare, die es gibt aus Primal Origin, Nummer C102, Archfiend Seraph. Die Karte geht auch wenige Cent, ich glaube nicht mal 20 das Stück oder so, habe ich hier auch unglaublich viele und in den ganzen anderen natürlich auch. Die sind übrigens bis auf einer, glaube ich, alle First. Ich habe dann nochmal eine Seite First im Hauptordner, nochmal eine Seite unlimitiert im Hauptordner. Also das ist wirklich der Hammer. Nummer 32, Heidrache aus Galactic Overlord. Das war so die Ultimate Rare, die man eigentlich nicht ziehen wollte. Auf die hatte man eigentlich keinen Bock, so wie ich das mitbekommen habe. Wobei ich die Karte eigentlich ganz cool finde, zumindest optisch. Spielerisch war sie wohl eher weniger relevant. Dann haben wir zweimal hier den Hierophant der Prophezeiung, beide First. Unten nochmal den Illumi-Ritter, ebenfalls alle First. Hier haben wir dann Maestro, der Symphony-Djinn, gefolgt von zweimal Bujintei Kagutsuchi, auch beide First. Und hier haben wir jetzt Mermail bis Gaios viermal. Davon drei Stück First, eine unlimitiert. Und bei der Karte war es halt damals recht witzig, als ich das erste Mal bekommen habe. Ich habe die verzweifelt gesucht auf Market und habe sie nicht gefunden. Egal wie oft ich den Namen richtig eingegeben habe. Vermutlich hat da gerade Market gesponnen. Und habe dementsprechend bis heute nicht gewusst, wie viel diese Karte geht. Wie viel sie damals ging, weiß ich natürlich bis heute nicht. Das ist schon wieder ewig her.
Aber jetzt habe ich sie wenigstens gefunden und habe mir da ein Bild machen können. Die geht tatsächlich auch nicht gerade wenig. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es eher so eine 1-2-Euro-Karte ist, aber nein, die geht tatsächlich deutlich mehr, vor allen Dingen als erste Auflage. Dann haben wir oben hier die Nummer 96, Finsterer Nebel, darunter zweimal den Handschuhwerfer und die Kaiserin der Prophezeiung. Die Kaiserin der Prophezeiung hingegen in Ultimate Rare, auch First, ist jetzt eine Karte, die fast gar nichts geht, ist aber dennoch was für einen schönen Sammelbinder. Ich meine, schaut euch mal die Karte an. Ja, diese Karte ist eine unglaubliche Schönheit. Ja, seht euch das mal an, das ist unglaublich toll, unglaublich toll. Die gibt es auch in Ultra Rare, also muss nicht unbedingt ein Alti sein, wobei ich persönlich sage, in Ultimate Rare kommt das Artwork wesentlich besser zur Geltung. An der Stelle bitte ich die vielen Cuts zu entschuldigen, aber irgendwie rast hier alle 5 Minuten Sanka vorbei. Dann haben wir hier oben Bujintei Susanova als Playset, Tsukuyomi ebenfalls als Playset aus Legacy of the Valiant. Hier Tsukuyomi speziell, nicht nur eine sehr schöne Karte in Ultimate Rare, nein, es ist tatsächlich so, diese Karte war früher mal unglaublich viel wert. Ja, die war richtig hoch im Kurs als Ultra, genauso wie halt auch als Ultimate Rare. Und dann kam ja der Reprint in BLLR, glaube ich, als Ultra Rare. Und mit diesem Reprint ist diese Karte richtig hart gefallen. Also die ist ein Schatten ihrer selbst, was ihren Wert aktuell angeht. Dann haben wir Artorchius, Edler Ritterkönig, viermal in First Ultimate Rare, auch eine sehr schöne Karte. Weiter geht's mit Blitz Shidori oben, dreimal zweimal First, einmal unlimitiert aus Cosmo Blazer, war damals auch sehr viel wert. Zweimal Wandelstein Ritter Deltaros, auch eine coole Karte. Evolza Lagia, das ist ja so eine Karte aus Photon Shockwave, übrigens dreimal First, einmal unlimitiert, die ja damals mit diesen ganzen Evo-Teal-Monstern und wie sie da alle hießen, sehr gut zusammengearbeitet hat. Keine Ahnung, ob die irgendwie von Master Rule 5 oder so beeinflusst wird. Wie gesagt, ich bin kein Spieler, aber vielleicht wird es ja noch mal ein Stückchen teurer. Oben haben wir dann den Aufziehträger Zenmeilen dreimal aus All of Chaos. Dann eben den Cyberdrache Infinity Ultimate Rare aus Japan. An der Stelle sei mal gesagt, ich finde ja, ich finde es cool, dass die Japaner so viele Sachen schön in Ultimate Rare haben. Aber das Ultimate Rare in Japan, das unterscheidet sich sehr von unserem. Denn ihr seht mal zum Beispiel den Rand, das ist alles viel feiner vom Print her. Ja? Viel feiner. Unser Ultimate Rare ist ja viel grobkörniger. Aber ich muss sagen, da gefällt mir unseres wesentlich besser. Das hat einfach mehr Textur. Und die erste, die ich von denen gekauft habe, war ja übertrieben teuer. Habe ich 60 Euro für bezahlt. Da wurde ich richtig über den Tisch gezogen. Da war auch unserer gerade ziemlich spielstark. Und ja, ist eigentlich nicht mal ein Bruchteil dessen wert. Ich glaube, das hier unten müsste das einfach Klingendrache sein oder wie er heißt. Wird jetzt hier ein bisschen OCG-lastiger. Speziell, wenn wir zu den Link-Monstern kommen, ist fast alles OCG, weil ja, zu unserer Zeit, wo hier halt die Link-Monster sind, gibt es ja bei uns kein Ultimate Rare mehr. Dann haben wir hier auf jeden Fall den Dark Wave. Den Dark Requiem Exist Dragon, das ist tatsächlich einer der wenigen Karten, wo ich sagen muss, Chaos Imperator Drache, nimm dich in Acht, du wirst möglicherweise Artwork-technisch vom Thron gestoßen. Wobei ich sagen muss, dass ein Secret Rare wesentlich besser aussieht als ein Ultimate Rare. Aus Invasion Vengeance, oben hier nochmal die Nummer 8 als Playset, gab es bei uns ja nur als Super Rare aus Abyss Rising. Nummer 1039 Utopiastrahl, auch zweimal aus Out of Chaos, einmal First, einmal unlimitiert, nichts wert. Giga Brillant aus der Sechseltin, sowieso nichts wert, aber trotzdem mal schön zum Angucken. Dann haben wir hier wieder eine ganze Seite mit Collectors Rares voll. Hier viermal Nummer 100, sieht den Collectors Rare unglaublich cool aus, habe ich damals Creep-Fan eine geschickt, das weiß ich noch. Nummer 24, wer die möchte, kostet gerade 10 Euro bei Lottie Cards, ist aber ein bisschen überteuert, also ich würde mal sagen, fairer Preis dafür wären 3, 3,50, vielleicht 4 Euro. Aber ihr wisst ja, wie das in Deutschland ist, da kommen dann die Zollkosten rum drauf und so weiter und so fort. Ja, auf der Seite haben wir wieder so ein paar japanische Ultimate Rares und eine Collectors Rare, und zwar die ursprüngliche Collectors Rare. So sah Collector's Rare vorher aus, ja, das ist auch Collector's Rare, das ist das alte Collector's Rare und das ist halt wirklich ein saucooler Effekt, ja, mega. Mega, mega nice. Ich habe mich ja ursprünglich geweigert anzunehmen, dass das Collector's Rare sein soll, aber offensichtlich haben die das tatsächlich ab dem zweiten Print abgeändert. Das heißt, es gibt nicht allzu viele Karten, die so schillern. Oben haben wir dann den Firewall Exceed Drachen. Und, oh Gott, den Namen weiß ich jetzt leider nicht mehr. Aber das ist auch irgendwie so ein Borreload oder so ein Firewall Dragon. Und ich muss sagen, die beiden sehen nebeneinander halt echt geil aus. Also wenn man so einen Ordner sammelt, kann man die sich gut nebeneinander packen. Sieht mega geil aus. Dann haben wir die zweimal die Nummer 39 Utopia Wurzel. Gagaga Cowboy, auch hier ein Collector's Rare. Unten Nummer 107 Galaxierung Tachyondra. Ich glaube, da geht einer noch ein 20 in First. Früher gingen die viel, viel mehr. Da gingen die 40 das Stück. Da hatte ich damals einen sehr guten Deal, haben auf dem Flohmarkt ein paar Booster gefunden von denen und
Da hatten wir das Glück, einen zu ziehen. Der ging damals 40 Euro. Und wir haben Alarmstadt auch nochmal in Ultimate Rare gezogen. War also ein absolutes Plusgeschäft damals. Nummer 46 Drachlugon, ZW Löwenwaffen, auch cool. Zweimal Bujinti Amaterasu. Das sind jetzt halt eher so ein paar random Sachen, die jetzt nicht allzu viel gehen. Alucard ist vielleicht noch cool. Nummer 92 geht es natürlich eine Menge. Die ist ja von der Master Rule betroffen. Auch Levia, der Meeresdrache, ist relativ teuer tatsächlich. Donner Enddrache geht auch nicht gerade wenig. Ein heroischer Champion wäre teuer, wenn er First wäre, ist er jetzt aber an der Stelle nicht. Super Quantile, Mech und Geheuer, Grampulse ist natürlich nichts wert. Damals im Highspeed Riders Rare rausgekommen, hier jetzt die Ulti aus dem OTS Tournament Pack, geht glaube ich 7 Euro das Stück oder so, dann nochmal hier. Zweimal den Buntäugigen Rebellionsdrachen, habe ich tatsächlich mal einen gespendet bekommen, sowie dreimal den Buntäugigen Wutdrachen hier in Ultimate Rare, auch cool. Habe ich zusammen mit den Ghost Rares damals gekauft. Und ja, Nummer 33 gibt es tatsächlich gerade nicht in Unlimitiert auf Deutsch auf Market, nur in First mit, glaube ich, 23 Euro oder so. Denke ich nicht, dass die das wert ist. Ich habe die jetzt hier bei der Rechnung einfach mal mit 5 Euro einberechnet. Auch das wird vermutlich schon zu viel sein. So, dann haben wir hier noch den buntäugigen Pendeldrachen. Und hier wieder so ein bisschen japanischen Stuff. Das hier ist vielleicht noch ganz bemerkenswert. Der ist ja bei uns als Super Rare rausgekommen. Das ist ja hier ein Yuzenju Pendelmonster und ich muss sagen, hier ein Ultimate Rare, ja, sieht die Karte halt mega fett aus. Ich liebe diese Karte in Ultimate Rare. Da gefällt mir das Artwork auch gleich tausendmal besser. In Super Rare finde ich die eher so mittelmäßig. Nicht wirklich hässlich, aber auch nicht wirklich schön. Hier unten haben wir nochmal eine Collector's Rare. Das ist diese buntäugige Regenbogen-Scheißdreck, irgendwas Magier. Und da sieht man mal ein bisschen besser, wie halt hier dieses Collectors Rare schillert. Das ist wie gesagt auch so eine Art von Ultimate Rare. Jetzt kommen wir zu den Link-Monstern. Hier wird es relativ OCG-lastig. Solltet ihr OCG nicht mögen, nehmt schon mal eine Schlaftablette. Ich glaube, hier sind 3 Karten drin, die nicht OCG sind. Ja genau, und da haben wir natürlich viele neue Sachen. Hier den TG3-Zackwerfer, den habe ich ja schon allein in Secret Rare bei uns aus Savage Strike. Habe ich den schon dutzende Male, 15, 16 Mal in First. Unlimitiert glaube ich gar keine von denen. Und natürlich hier in Ultimate Rare jede Menge. Die beiden sind natürlich hier auf Deutsch einmal Kagari und Shizuku. Aber hier die Gookies sind zum Teil koreanisch, zum Teil eben japanisch, merkt man auch am Farbunterschied, die dunklen hier oder diese dunkle hier ist japanisch, die etwas helleren hier sind alle koreanisch, merkt man auch also an der Farbe ein bisschen. Dann haben wir hier nochmal den Decode Talker in Englisch, da oben nochmal 2 Orcusts. Ja, dann halt hier wieder ein paar Mech Knights, die hier waren tatsächlich ein bisschen teurer. Saruya Schädelschrecken, wie viel die aktuell im OCG geht, weiß ich nicht. Damals, als ich sie gekauft habe und ich habe die bei Yannick gekauft, günstiger geht's nicht. Der hat wirklich faire Preise gemacht. Hat, glaube ich, auch 15 Euro das Stück bezahlt. Haben wir hier 2 Stück. Mehr habe ich auch nicht, nur die beiden. Dann hier noch Firewall Dragons. Da habe ich tatsächlich schon 9 Stück gehabt. 3 Stück sind aber schon in den Magnethaltern. Da sind jetzt 3 Stück japanisch, 3 Stück koreanisch. Die sind japanisch und die sind koreanisch. Erkennt man, abgesehen von den Schriftzeichen, auch an dem, an der Farbe. Da will ich übrigens mal was zeigen, weil mir speziell in diesen WhatsApp-Gruppen, schon wieder Staub, werde ich mal gefragt, woran erkennt man denn den Unterschied zwischen den japanischen und den koreanischen. Also zum einen steht beim japanischen hier JP und beim koreanischen hier KR. Ja, einfachster Unterschied. Und mal abgesehen davon, seht ihr mal die, guckt euch mal die Schrift an. Okay, Fokus. So sieht japanische Schrift aus. Und diese ganz komischen, runden Schriftzeichen hier sind die koreanischen. Ja? So, dann habt ihr das auch mal gesehen, dann wisst ihr das jetzt. So, nächste Seite. Ja, da ist halt auch hier wieder Emblow Whale, haben wir auf der vorherigen Seite auch schon gesehen. Hier Cyberdrache Sieger natürlich, auch eine sehr beliebte Karte in Ultimate Rare. So ein paar Tinwinkel natürlich, also es ist hier Crawler, Holy Angel. Sind halt wirklich coole Sachen so. Ja, ich mag sie und dementsprechend gibt es zumindest von meiner Seite aus nichts zu meckern, aber es gibt halt auch viele, die mit dem OCG nichts anfangen können. Dennoch sage ich, schaut euch das OCG an. Es gibt eigentlich kaum etwas, das vielseitiger ist. Dann haben wir hier zweimal Topf der Trägheit, beide unlimitiert. Meine letzten beiden unlimitierten von den First habe ich genau 8 Stück aktuell. Unlimitiert habe ich jetzt halt 9 plus die beiden, das heißt, die beiden sind jetzt hier. Die sind auch alle Collectors Rare, also fast Ulti, ne? Mega cool, sowas mal in Collectors Rare zu sehen. Schauen wir, holen wir mal eine raus. Vielleicht können wir den Effekt gut einfangen.
Ja, nicht ganz. Also die Karte schillert normalerweise noch wesentlich besser. Aber naja, was soll's. Dann halt hier Zyklonenbumerang natürlich, oder hier antikes Antriebsschloss aus Shadows of Infinity. Alles so ein paar random Ultis. Natürlich hier Gagaga Blitz ohne Ende oder auch die gefährliche Maschine Typ 6. Die sind jetzt natürlich auch großteils First, also 50-50. Drei Stück sind unlimitiert, drei Stück sind First, aber auch die gehen, glaube ich, nicht allzu viel. Hier wird es jetzt wieder ziemlich teuer. Wir haben hier viermal den MST aus dem Astralpack, sowie fünfmal den zauberbrechenden Pfeil. Oben natürlich schweineteuer die Töpfe der Gier, die sind beide aus dem Duelist-Pack. Dann natürlich die Sündenböcke, die sind natürlich auch im Gold-Format immer spielbar, die sind immer gefragt. Dann eben auch ein Ultimate Rare, ziemlich teuer aus dem Set. Und unten natürlich noch den Notfall-Teleporter. Hatte ich ursprünglich vier Stück in der Tinbox statt nur drei über. Eine war allerdings in einem zu schlechten Zustand, die ist mir bei der Qualitätssicherung sozusagen durchgeflutscht und die habe ich dann nachträglich aussortieren müssen. Dann haben wir zweimal Brain Control in Ultimate Rare, viermal den Ectoplasma Ultimate, Raigeki natürlich in Ultimate, dreimal ziemlich teuer. Genauso hier Maschinenduplizierung, ich sag nix, schaut einfach mal auf Market, was die gerade wert ist in First. Sehr cool hier, sechsmal in die Leere, davon fünf Stück in First. Haben auch einen stolzen Preis, die Dinger. Hier ist es tatsächlich so, dass sich hier zwei spanische reingemogelt haben oder italienische. Bin noch unschlüssig, was ich mit denen mache. Die kommen aus The Shining Darkness, hätte ich auch gerne im Opening gezogen. Das war eine der teureren Karten. Weggeben werde ich die spanischen auf jeden Fall nicht. Vielleicht werde ich sie in meine private Sammlung tun. Vielleicht mache ich bei denen auch eine Ausnahme und lasse sie in der offiziellen, wer weiß. Es gibt da so ein paar Karten, wo ich so ein bisschen ein Auge zukneife. Warum, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Es ist einfach immer so ein Gefühl, das ich dann habe. Und dann sage ich mal, nee, komm, die lassen wir. Die gehört halt mit dazu. Das sind aber wirklich ganz, ganz wenige. Kartenhändler dreimal. Federschuss ist auch nicht viel wert. Die beiden sind ein bisschen was wert. Hier auch mega cool mal zu sehen. Wir kennen sie ja von den Lost Arts, aber in Ultimate Rare nochmal ein ganz anderer Effekt. Die waren tatsächlich hier aus der Rarity Collection, glaube ich, aus der ersten. Und die gehen halt auch aufgrund der Tatsache, dass die so nicht mehr gedruckt werden und dass die natürlich so ein bisschen Fan-Favorites sind, gehen die einiges. 20 Euro habe ich damals gezahlt pro Stück. Unten die Wunderfusion, davon zwei Stück First, auch relativ kostspielig mittlerweile geworden. Dann haben wir Hero Blitz hier zweimal, eine First, eine unlimitiert. Hammerschuss zweimal, eine First, eine unlimitiert. Auch hier Gefängnisuhrturm, also es sind hier wieder so ein paar eher einzelne Sachen, so wo ich halt wieder paarweise über hatte oder hier halt einzelne. Die habe ich halt so gut es ging im Ordner angeordnet, dass das halbwegs nach was aussieht. Sparkpistole, auch eine coole Karte. Ich finde halt diese ganzen Städte, also diese Zauberkarten, wo Städte drauf abgebildet sind, die finde ich halt mega cool. Also aus der GX-Zeit wohlgemerkt, eben hier finstere Stadt oder auch Wolkenkratzer oder hier Zukunftsfusionen, mega cool. Hier, wo wir vom Wolkenkratzer geredet haben, da haben wir ihn ja schon zweimal oder auch Bubble-Mischen, absolut nichts wert, ne, aber trotzdem eine saucoole Karte, genauso wie degenerierende Kreislauf. Das ist auch eine unglaublich schöne Karte. Neo-Weltraum, unlimitiert an der Stelle, aber schaut euch das Artwork an, schaut euch das einfach an. Das ist einfach mega toll. Das ist einfach unglaublich schön. Ja, was haben wir noch? Phantommärtyrer in First oben auch ein bisschen im Preis gestiegen. Früher war das eine 1-Euro-Karte, die ist jetzt wesentlich teurer. Solarwiederaufladung First Deutsch aus Light of Destruction, glaube ich, war das. Auch ein bisschen teurer geworden, genauso wie Chitonian Allianz, die dickste Random Ulti aus Elemental Energy überhaupt. Auch, glaube ich, 1 Euro oder 2 gestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt haben wir hier wieder zweimal Collectors, einmal die Klaue und einmal die Kralle von Kretias. Also Klaue von Hermos, Kralle von Kretias in Collectors Rare. Waren aber nie besonders teuer, gehen so ein 5er das Stück. Meist haben wir noch dreifacher Glutbeschleuniger, ist auch eine coole Karte. Twister in First geht aber, glaube ich, auch nur ein 5er. Was haben wir noch? Abfangwelle ist ein bisschen teurer geworden. Hier natürlich antike Stadt Regenbogenruin geht über 30 Euro First. Zweimal Alarmstart. Invocation ist sauteuer geworden. Als ich sie gezogen habe, ging sie noch ein 20. Schaut mal jetzt auf Market, das ist ernüchternd. Brutal. Auch Cosmic Cyclone, ebenfalls selber gezogen. Aus dem selben Set wie der Herald. Geht auch einiges. Mittlerweile, das ist eine Karte, die finde ich sehr, sehr schön. Also so von der Optik her. Der legendäre schwarze Gürtel. Mega cool. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Schauen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu den Feindkarten. Ja, Chitonian-Explosion, natürlich klar, ne? Die ganze Seite voll. Nichts Besonderes. Die meisten sind hier unlimitiert, die zwei sind First.
Der Kratzer hier ist übrigens nicht in der Karte, sondern in der Hülle. Ja, der geht hier gleich weiter. Keine Ahnung, woher der Schmiss kommt. Kettensprengung viermal, auch cool. Deckungsfeuer natürlich, klar. Nochmal eine Chitonin-Explosion. Ultimatives Fallenlassen, auch ein bisschen teurer geworden. Das hier, meine Freunde, kleines Rätsel für euch. Wie heißt diese Karte? Sie kommt aus RDS und hat die Nummer 49. Auch bei uns im Set ist das die Nummer 49. Bei uns ein komplett anderes Artwork. Richtig, ich wusste, ihr wusstet das, ihr seid ja schlau. Das ist die Karte Tragische. Bei uns ist das so ein erschrockenes Mädchen, das sich wegdreht. Hier ist das tatsächlich eine Guillotine. Dann nochmal hier viermal Heldenorden und dreimal natürlich Schwarzes Horn des Himmels. Absoluter Fan-Favorite, die Karte. Mega nice. Kurzake Selbstzerstörungstruff, also das ist halt hier wirklich so ein bisschen mehr random. Hier Strafspiel. Dann nochmal hier oben zweimal die strahlende Spiegelkraft. Sowie hier siebenmal die zauberstoppende Statue. Da habe ich aber noch viel mehr von denen. Also das ist noch bei weitem nicht alles. Speziell die zauberstoppende Statue habe ich auch unglaublich viel gekauft. War auch mal so bei eBay drin für ein gutes Angebot. Auch ein Euro das Stück oder so habe ich natürlich mitgenommen. Wäre ich ja blöde, wenn nicht. Ne? Dimensionsmauer geht ein bisschen was. Sie scheint wohl spielbar zu sein. Auch der energieabsorbierende Monolith ist ein bisschen was wert. Natürlich auch die Ringe der Zerstörung, Ultimate Rare, das sind alles Erstauflagen, die vier Stück. Da habe ich natürlich viel, viel mehr von den Ringen. Habe ich tatsächlich immer mal wieder durch Zufall in Sammlungen oder so bekommen. Habe ich nie bewusst dran gekauft, die Dinger. Hätte immer so zufällig in der Sammlung dabei gehabt oder so. Mega cool. Kartenvernichtungsvirus, einmal First, einmal unlimitiert. Mit dem schönen Ultimate Rare Rand. Katzenhaar. Brauchst gar nicht so blöd gucken. Dann Ungültigkeit unten als Playset in Ultimate Rare, auch mega cool. Die sind jetzt wieder aus dem Astralpack, glaube ich. Und zwar diese Fallenstellerin-Fallenkarte. Rare Metal Morph, auch eine coole Karte. Mega nice, Stufenbeschränkungsgebiet A. Aber wie hieß denn die nochmal? Das weiß ich gar nicht. Die kommt das Crossroad of Chaos, war bei uns, glaube ich, eine Kamin. Irgendwas mit Notfall oder so. Emergency Call oder keine Ahnung, irgendwie so heißt die Karte. Ja, das ist jetzt die Karte, wo ich eben gesagt habe, mit der Guillotine, tragische bei uns. Göttlicher Zaun auch ein bisschen was wert, die Zeit auch ein paar Euro. Also das sind halt immer so niedrige ein- bis zweistellige Euro-Beträge, die Karten hier gehen. Es läppert sich natürlich dann noch zusammen, ist ja klar bei der Menge. Geburtsrecht auch eine coole Karte, oder auch der Goblin aus der Bratpfanne. Ich liebe diese Karte, diese makaberen Sachen. Genauso wie so Spielmarkenfestival oder so. Was haben wir noch? Hier Heldenbarriere ist vielleicht noch erwähnenswert oder Aufwind, auch eine coole Karte. Die Fallgrube natürlich und der Deckverwüstungsvirus an der Stelle. Ich glaube unlimitiert sogar, ja, nicht First. Ja, aber es ist einfach eine sauschöne Karte hier aus Flaming Eternity. Unglaublich schön, diese Viruskarten. Sehr, sehr cool gemacht. Schauen wir mal, was haben wir hier. Wie bereits gesagt, Spielmarkenfestival. Da will ich auch mal gucken, weil der alte Effekt ist halt mega cool bei der Karte. Ja, ich liebe diese Karte. Geil. Ich mag diese Karte einfach. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Fire Darts ist cool. Spiegeltor natürlich auch ziemlich, oder auch metallisch reflektierender Schleim hier oben. Auch eine sehr, 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 sehr schöne Karte. Der Rest hier ist jetzt natürlich eher random und... Auf der letzten Seite, ja, da habe ich tatsächlich noch mal ein paar Monster reingeprügelt. Spiralschlangen ist ein bisschen was wert, natürlich. Majestätischer Mech ist auch ein bisschen was wert in First. Submarine Roid auch ein bisschen was, ist aber nicht First an der Stelle. Und ja, auch die Liga eliminieren mit den drei gelben Ojamas, mega cool. Und ja, also ihr seht, das ist eine Menge. Es waren jetzt über 1000 Ultimate Rares. Ja. Über 1000. Über 150 Ghosts insgesamt und ja, das ist auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Und das habe ich jetzt alles halt mal so über Nacht zusammensortiert. War natürlich schon eine gewisse Arbeit, aber es war halt auch alles eben Stuff, den ich halt gerade griffbereit hatte in der Tinbox. Und wir können, wie gesagt, das ist ein Zehntel von dem, was ich habe und da können wir noch viele, viele Videos in der Richtung machen, so. Ja, hier, geht's weiter, da, zack, 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 gar kein Thema. Und so, nachdem ihr meinen Anfall überlebt habt, werden wir jetzt fast am Ende des Videos. Ich habe jetzt noch ein kleines Goodie für euch.
Und zwar habe ich mir jetzt ja wieder 100 Magnethalter besorgt. Ich habe nämlich was verkauft für 350 Euro und habe ich natürlich sofort wieder investiert. 100 Magnethalter ist relativ viel. Normalerweise bestelle ich es zwischen 25 und 50. Und ich zeige euch jetzt mal, welche Karten dieses Mal für immer in den tiefen Weiten der Magnethalter verschwinden werden. So, das ist der Stapel. Ja, das sind 100 Karten. Und ja, ich habe immer so meinen ganz besonderen Stil, wie ich das mache. Das hat jetzt eigentlich keinen logischen Hintergrund. Das ist einfach nur, dass ich eine gewisse Abwechslung drin habe und trotzdem gewisse Dinge einfach schneller voranbringe, schneller in die Halter eben bringe und dann damit abschließen kann. Ja, und ich zeige euch mal jetzt, was diesmal in die Magnethalter kommt und vor allen Dingen warum. So, also in jeder Sendung, ganz egal, ob ich jetzt 25 kaufe, 50 oder wie in diesem Fall 100, ist es so, dass ich mindestens immer ein 9er-Set reinhaue, dass ich ein 9er-Set voll mache, bei 25. Ab 50 Magnethaltern haue ich immer zwei 9er-Sets rein. Immer ein modernes und ein Oldschool. In diesem Fall sind das jetzt diese hier. Also die Oldschool sind die 1000 Drachen. Da habe ich jetzt 4 Stück in First tatsächlich. Das sind die hier. Und eben noch 5 Stück unlimitiert. Und dann eben hier den schwarzglänzenden Soldaten Supersoldaten. Da habe ich 3 Stück aus dem Originalset, davon 2 Stück First. Und den Rest habe ich aus dem Megapack genommen. Da habe ich aber noch Dutzende da. Macht euch da keine Gedanken. Da ist noch genügend da. Wirklich genügend. So, das waren jetzt die 9er-Sets. Dann ist es so, dass ich ja immer mal wieder einzelne Karten nehme, einfach um ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Was wiederum bedeutet, dass natürlich vom selben Kartentyp, also dieselben Kopien, noch in meinem Ordner lagern. Und die tue ich dann immer Step by Step immer mit dazu nehmen. Da mache ich immer unterschiedlich viele. Bei einer 25er-Ladung immer 2, bei einer 50er 4 und ja, hier in dem Fall jetzt einfach mal 5. Und das sind die hier, da habe ich einmal Wiedergeburt und den Red Eyes B-Dragon aus dem 2019er Umschlag, da habe ich auch schon welche Magnethaltern und bei der letzten Sendung habe ich 3 mechanische Jäger eingepackt und da tue ich mir noch 3 mechanische Jäger dazu aus dem Tournament Pack, die kommen auf jeden Fall auch noch mit dazu. Dann habe ich mir natürlich noch was aus dem OCG gegönnt und zwar, das war zu viel. Und zwar diese hier, den Ultimate Red, den Blue Eyes, den Dark Magician und den Red Eyes. Die sind alle, wie sie da sind, schweineteuer, sau selten. Vor allem der Blue Eyes, der ist der teuerste von denen. Da ist echt nicht zu spaßen mit dem Preis. 500, 600 Euro dürft ihr da locker löhnen. Wirklich locker. Dann habe ich mir gedacht, erweitere ich das Ganze noch um ein paar Retro-Pack-Secrets. Da habe ich den Harpien Spieldrachen, Valkyrion, Austausch des Geistes und Verkörperung von Apophis noch mit dazu genommen. Die waren dann in die Magnethalter. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass auch ein paar Ghost Rares rein müssen. Da haben wir hier 5-mal den Glasflügel Synchro-Drachen. Das ist hier eine unlimitiert, die anderen sind alle an der Stelle First. Dann haben wir hier die Aufrichtig, davon sind ebenfalls 5 Stück am Start. Eine unlimitiert, die anderen First. Dann haben wir hier die Nummer 107 Galaxierung Tachyonendrache 3-mal. Die sind, glaube ich, alle 3. Ne, einer ist nicht First. 2 Stück sind First. Dann haben wir hier nochmal 2-mal die Nummer 17 Leviathan-Drache First aus Generation Force. Das sind so die Ghost Rares, die reinkommen. Dann habe ich halt noch ganz random ein paar Sachen reingenommen. Ich habe hier 3-mal die Exoder Necros und Secret aus der Master Collection 2. Die werden in die Magnethalter bei dieser Lieferung wandern. Und dann noch 3 True Kings. Und das wäre einmal eben Mariamne aus Maximum Crisis. Dann halt die Draco Cavalerie aus Maximum Crisis. Und hier den frühesten von allen, den Verschwindenden aus The Dark Illusion, der ja mal 12 Euro ging tatsächlich. Ja, und dann kommen noch ein paar Ultis dazu. Da habe ich hier tatsächlich noch einen bewaffneten Drachen Level 7 in First, den ich reinhaue. 2-mal Silver in Ultimate Rare, Playset Golds in Ultimate Rare, Playset Bronze in Ultimate Rare natürlich, darf nicht fehlen. Dann kommt noch ein Elemental Wild Wingman in Ultimate Rare rein, eine Feder vom Phönix, ein Rainbow Oberherr der finsteren Welt, auch mega cool. Das war natürlich noch lange nicht alles. Dann kommt noch dazu die Effektverschleierin, Galaxieaugen Photonendrache, auch noch mit dazu, dann natürlich der Schicksalsheld Dreadmaster,
Den haben wir auch schon zweimal im Ordner gesehen. Das ist der dritte im Bunde. Dann den Elementar halt Blade Edge in Ultimate Rare. Und das wäre es dann erstmal mit den Ultimate Rares gewesen. Dann habe ich mir hier noch so ein paar Random Secret Rares rangeholt, beziehungsweise ausgewählt. Einmal aus Maximum Crisis, Aschenblüte und Freudiger Frühling natürlich. Finsterer bewaffneter Drache in Secret Rare. Dann hier im Black Luster Soldier First aus Invasion of Chaos. Zweimal aus dem OCG den neuen Blue Eyes mit dem Kaiba vorne dran. Dreimal Dark Magician aus der Booster Tinbox. Dann einen atlantischen Dracona aus dem Astral Pack 2, der geht auch ungefähr ein Huni. Dame Augen Magician, der gehört jetzt zum Beispiel zu den Karten, die ich manchmal einsortiere, wo ich sage, ich finde sie nicht hübsch. Und deswegen bin ich mit den Slots so geizig. Da sage ich dann immer, ich will nicht 9 Slots auf einmal für diese Karte belegen. Deswegen tue ich die immer so peu à peu mit reinmogeln. Ich glaube, ich habe jetzt insgesamt von 3 oder 4 Stück von denen im Magnethalter. Das wird jetzt halt der 5. Dann 2 Toon Cannon Soldiers aus dem Tournament Pack 6. 2 Rettungskaninchen aus Photon Shockwave, beide First. Ein Dampfier, Vampirischer Radian. Ein Cybers Whitehead. Dann geht's hier erstmal weiter. Zweimal den Schweigsamen Schwertkämpfer Level 7 in Ultra Rare. Dreimal den Level 6er in Ultra Rare, alle First. Dann fünfmal Nummer 95 in Gold Rare. Breaker Magical Warrior aus der Master Collection 2. Barrel Dragon aus der Master Collection 1. Gearfreed the Iron Knight aus der Booster Tinbox. Dann noch ein paar Elementarhelden, nämlich einmal den Tempest in Ultra Rare, in First, den Flammenflügelmann unlimitiert, eine Spiegelkraft aus MAD unlimitiert, Gilgarth aus Gladiators Assault, den Frost and Flame Dragon aus Tactical Evolution unlimitiert und Victoria aus, Stardust Overdrive vielleicht? Nee, ich glaube nicht. Oder doch, Stardust Overdrive müsste gewesen sein. First. Ja, so, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat diese Folge Sammelkartencheck gefallen. Die ging jetzt weit über eine Stunde. Mir hat's getaugt. Nutet mir langsam der Hintern weh. Deswegen halte ich mich jetzt mit meiner Verabschiedung relativ kurz. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und bis dahin, macht's gut. Und Moment mal. Wie wär's, wenn wir mal so einen Ordner mit Ultra Rares machen?